Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sitze heute hier mit der lieben Schlogger, mit dem lieben Andi und der lieben Antje. Und wir wollen ein bisschen über Filme, über Verstorbene, über Preise, über News und alles Mögliche dazwischen, davor und danach reden. Ja, ihr habt vielleicht gerade gesehen, diese Tage waren für das japanische Kino sowohl traurig als auch triumphal. Denn wir haben eine Menge Preise, sag ich mal, fürs japanische Kino, oder beziehungsweise zwei wichtige Preise fürs japanische Kino erlebt, aber gleichzeitig halt auch einen großen Verlust. Ich weiß nicht, wie kennt ihr, seid ihr vertraut mit Akira Toriyama? Oder mit der Arbeit? Das ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich bin trotzdem neugierig, was denn da passiert ist. Das ist halt der, sag ich mal, ich meine, Dragon Ball ist der Begriff, oder? Nee, ich meinte, was ist dem passiert? Ist der einfach nur. Der ist gestorben. Ist gestorben. Keine 70 geworden, ist gestorben. Also einfach nur. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Aber ich habe alle Dragon Balls, ich habe Dr. Slumps zu Hause, mein größter liest die gerade wieder, gestern mit ihm sind alle Charaktere durchgegangen, ich habe die mindestens einmal pro Jahr alle gelesen, habe es mit meinem Konfirmationsgeld gekauft damals. Oh. Also ja, schon Bindung dazu. Du warst richtig down? Zu Dragon Ball, ja, bis Band 17. Ich war auch sehr verliebt in Son Goku, bis es dann die Erde verließ, dann war ich nicht mehr so ganz drin, aber bis dahin war ich echt großer Fan davon. Hast du Berührungspunkte? Tatsächlich gar nicht, nein. Nee. Vielleicht kommt das demnächst nochmal. Naja, da ist eher Pokémon gerade das Ding. Ja gut, aber ich glaube, der nächste Schritt könnte dann auch wiederum Dragon Ball sein. Aber der Mann hat ja auch noch eine Menge andere Sachen gemacht, Videospiele. Dragon Quest? Ja, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Und also der ist omnipräsent, sowohl in der japanischen Popkultur, aber auch in der westlichen Popkultur hat er viel, sag ich mal, Einfluss gehabt. So. Und ich musste das auch alles ein bisschen begreifen. Ich meine, für mich ist Dragon Ball ein Begriff. Ich musste jetzt aber auch erstmal feststellen, was ich von ihm kannte, ohne zu wissen, dass es von ihm ist. Und dann aber auch zu sehen, wer sich alles verabschiedet hat. Ja, also welche Leute quasi da ihren Respekt bekundet haben und halt auch dann immer wieder angegeben haben, dass er eine große Inspiration für sie war und so weiter. Das fand ich dann schon erstaunlich, weil das ziemlich viele Leute sind, die ich dann doch etwas näher kenne oder mit denen ich dann doch, oder mit deren Arbeiten ich dann irgendwie mehr zu tun gehabt hatte. Aber das fand ich schon auch krass. Also ich muss auch sagen, es hat mich nicht so hart getroffen so, aber ich find's für alle Menschen, denen das deutlich mehr bedeutet und so weiter, finde ich, das geht mir das nahe, beziehungsweise kann ich mitfühlen, sagen wir so. Ja, und für alle Illustratoren aus meiner Richtung als Sailor Moon und Dragon Ball, das sind halt die großen Einflüsse. Also wenn die Autorin und Zeichnerin von Sailor Moon sterben wird, wird es wahrscheinlich dann noch mal so einen großen Run geben. Mhm. Nicht ganz so groß, weil die natürlich nicht so einen krassen Einfluss auf auch Videospiele hatte. Aber ja, die zu Dragon Ball und eben, das war schon ein großer Einfluss. Ja, ziemlich schwer, so einen Vergleich zu finden, ne? Für westlichen Künstler in der Form, der so viel Jugendliche Brösel. Ja, ja, der lebt ja noch. Man sagt ja immer von Miyazaki, er ist der japanische Disney. So. Ja, das war der erste Gedanke, aber eigentlich passt das nicht, finde ich. Disney hat das doch nicht selbst alles gezeichnet, zum Beispiel. Nee, aber Miyazaki hat ja auch nicht alles selbst. Aber Miyazaki hat es doch von Disney nachgezeichnet. Deswegen, also der hat doch die großen Augen von Disney übernommen. Zum Beispiel. Und deswegen sagt. Ist er verantwortlich? Für den Trend in Japan? Sagen manche, ja, sagen das. Für die großen und dass es dann indirekt von Disney kam, sozusagen. Ja. Also bei Astro Boy, ich weiß nicht, ob das dein erster Manga war, ne? Das war, den kenne ich sogar. Gab es jetzt auch bei Netflix nochmal, glaube ich, eine neue Serie zu? War das Astro Boy? Ich habe nur diesen Film gesehen, diesen 3D-Film, der letztens kam. Fünf Jahre. Aber ja, Stichwort Miyazaki. Hat nochmal einen Oscar gewonnen. Für The Boy and the Heron als bester Animationsfilm bei den Oscars. Ihr habt sie hoffentlich alle mitverfolgt oder nicht? Ja? Größtenteils. Größtenteils. Hab ich gerade Quatsch erzählt übrigens mit Astro Boy, aber egal. Gut, ach, ey, verzeihen alle. Gut, ja, ich war überrascht. Es war für mich eine der großen Überraschungen. Ich hatte echt auch gedacht, okay, Spider-Man Across the Universe, oder ist es Above? Across? Spider-Verse? Boah, ich bin so schlecht. Egal, auf jeden Fall habe ich gedacht, der wird sicher. Hat er nicht schon vor 3 Jahren für den ersten Teil? Ja, Matthias hat es in der Sendung, als wir das live geguckt haben, halt auch, sag ich mal, ein wirklich gutes Argument gebracht. Er meinte halt, nee, der wird's nicht. Oder der ist halt schon, sag ich mal, insofern schwierig, dem einzugeben, weil er ist ja noch nicht abgeschlossen. Und so wie bei Herr der Ringe und wie bei einigen anderen Filmen, kriegt man ja auch erst am Ende, sag ich mal, die Preise, wenn es irgendwie fertig ist. Ja. Also, also nicht immer. Es gibt auch Ausnahmen oder beziehungsweise gewisse Kategorien, die kriegen dann schon vorher einen Preis. Ja, der Ringe hat doch auch jedes Jahr irgendwie abgeräumt, wenn die. Ja, aber der große Abräumer war aber trotzdem erst mit Teil 3. Aha, okay.
Und das kann man so ein bisschen stellvertretend für all das sehen, was zuvor war. Obwohl ich glaube, auch vorher schon, glaube ich, für, weiß ich nicht, Effekte oder Tonschnitt oder so bestimmt auch Sachen an Herr der Ringe ausgezeichnet wurden. Okay, ich finde das Argument trotzdem treffender, wenn gerade für den, ich glaube, das ist ja ungefähr das gleiche in Grün vom Stil her, ne? Und wir waren alle total umgeworfen, als der erste Teil rauskam, auch wenn es für mich persönlich total anstrengend war, so nach 30 Minuten. Aber ich stand davor und dachte, wow, das ist echt mal was Neues und da hat wirklich sich jemand Gedanken gemacht und das sieht super beeindruckend aus. Und dass das dann einen Preis damals bekommen hat, fand ich relativ logisch, weil das, wie gesagt, fast schon was Einzigartiges war. So, aber wenn du dann 3 Jahre später in Anführungsstrichen rein stilistisch und grafisch und animationstechnisch das gleiche nochmal machst, fände ich das komisch, wenn man dafür dann wieder einen Oscar gewinnt. Aber es war ja nicht ganz, also sie haben ja ganz verschiedene Stile da gemixt, das hatten sie beim ersten Jahr. Also es war schon offen. War das der erste nicht auch Mix? Ja, aber der zweite aber noch mehr. Ja, richtig, okay. Mit nur gepainted und dann aber eins war nur so gesketcht, so Leonardo da Vinci-mäßig. Also die sind in eine andere Richtung auch noch gegangen. Genau, und aus den verschiedenen, wie heißt es, Universen, die haben auch einen eigenen Stil dann gehabt. Macht Sinn, ja, okay, verstehe. Ja gut, ich dachte nur so von außen, wäre das für mich. Gab es für euch irgendeine Überraschung bei den Oscars? Fandet ihr irgendwas besonders, sag ich mal, abseits der Erwartungen? Ich war im Nachgang, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, überrascht, dass Maestro nicht bei Bestes Make-up gewonnen hat. Nicht, weil ich jetzt gesagt hätte, dass ich das ausgezeichnet hätte. Aber wenn man mal überlegt, so die Academy, und ich gehe gerade bei dem Film eher so in Richtung Ende, so das Alters-Make-up beispielsweise, das ist ja eigentlich schon was, was gut ankommt. Aber das Make-up stand ja genau, das Make-up war ja Teil der Kritik. Ja, aber in vielen Kategorien zeichnet die Academy ja auch Quantität aus und nicht Qualität. Ist ja bei den Effekten oft genauso. Da werden ja, wird ja gerne mal, also diesmal glaube ich nicht, aber da wird ja gerne mal ausgezeichnet, wer hat die meisten Effekte und nicht, wer hat die besten Effekte. Und ich meinte jetzt die Nase. Das weiß ich auch. Ja, aber das bedeutet, das Ding ist verbrannt. Du kannst aber dann hätte man ihn gar nicht erst nominiert. Das ist richtig. Wenn das so verbrannt ich dachte, das wäre vielleicht so eine Ehrerbietung. Ja gut, hier, wir zeigen trotzdem Respekt. Aber die wissen genau, was passiert, wenn der jetzt gewinnt. Und das ist gerade abgekühlt, das Thema. Ich fand das auch nicht ganz überzeugend, muss ich sagen. Also das Alters-Make-up fand ich schon gut. Nee, ich meinte überzeugend, dass das ein Angriffspunkt wäre. Es ging ja um die Nase. So. Und dann, ich meine, Bernstein sieht halt so aus. Und er hat gedacht, gut, ich will ein bisschen mehr so aussehen wie Bernstein. Also machen sie eine Nase. Und dann, ups, er ist aber Jude. Ups, Nase, Juden, ups, und dann hast du den Skandal da. Ich meine, das muss man im Vorfeld eigentlich auch erwarten, weißt du? Das hat mich überrascht, dass die alle so verwundert von dem Pushback war. Aber das wäre für mich ein Argument zu sagen, dass die Akademie zum Beispiel sagt, nee, wir sagen, okay, wir respektieren das, wir zollen Respekt mit der Nominierung, aber kriegen tut er den nicht. Jetzt, ich meine, das ist ja gerade erst ein halbes Jahr her oder so. Ne? Ja. Wir hatten ja damals auch schon über den ganzen Skandal gesprochen und da war es ja dann schon so, dass man im Internet auch gemerkt hat, okay, die vergleichen teilweise sehr sehr vorteilhafte Bilder des echten Bernstein mit sehr nachteiligen Bildern von Bradley Cooper, also dass man da auch teilweise schon da und da den Unterschied hatte, man hätte aber auch da und da den Unterschied sehen können und deshalb fand ich das Ganze damals. Ich finde, das ist keine stereotypische Nase gewesen. Ja, ich dachte, das Problem wäre, dass er so genäselt hat, weil das hat der Original, der Bernstein nicht auch gemacht. Genau, das muss ich auch sagen. Ich fand eigentlich die Nase weniger schlimm als die Aussprache von Bradley Cooper. Ja, weil die Sprache hat mich auch nicht überzeugt. Ich als ehemaliger Bernstein-Mega-Fan. Ich habe ja immer darauf gewartet, dass endlich mal so ein Film kommt. So. Ja? Deswegen, ich habe mich total darauf gefreut, aber ich weiß nicht warum. Ich habe den aber nicht durchgeguckt. Ich habe, glaube ich, 30 Minuten geguckt und war nicht so meins. Ich fand nicht diese stilistische Ausrichtung. Die haben so getan, als wäre es gedreht in den 40ern und 50ern, ne? Der ganze Film, oder zumindest der Anfang, ne? Der Anfang, ja, aber dann geht's ja später irgendwann weiter. Ich weiß nicht, ich kam damit nicht so ganz klar, aber das nur so nebenbei. Und Emma Stone war jetzt auch, also ich, wenn man mal so ein bisschen die Indikatorpreise verfolgt hat, dann war das mit Emma Stone nicht die große Überraschung. Ich habe aber trotzdem gedacht, dass Lily Gladstone. Ja, ich bin auch von Lily Gladstone ausgegangen, aber gerade so die Preise, die direkt vor dem Oscar verliehen worden, da hat immer Emma Stone gewonnen. Und deshalb war das für mich ein totales Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ich hätte ihn auch, es ist sehr schwer, es sind zwei komplett unterschiedliche Schauspielstile, die man hier vergleicht. Toll. Und ich fand die Rede so toll von Emma Stone, die war so niedlich. Aber ich glaube, ich hätte am Ende Lily Gladstone den Preis gegeben, auch wieder, da auch fast wieder Qualität vor Quantität. Emma Stone spielt sehr, sehr viel und sehr, sehr üppig. Das, was sie halt kann, ne? Wo drin sie halt super ist. Und das macht sie auch fantastisch.
Lily Gladstone spielt wesentlich zurückgenommener in Killers of the Flower Moon. Muss sie auch. Minimalistisch, ja. Und sie hat da für mich einfach alle an die Wand gespielt. Auch ein Robert De Niro, auch ein Leonardo DiCaprio. Und ich hätte ihr damals den Preis gegeben. Geht recht daran damit, dass ihr alle den Emma Stone-Film, wie heißt der? Poor Things. Den habt ihr alle schon gesehen, ne? Ja. Und ist erwartungsgemäß so gut, wie man. Ich habe ihn schon zweimal gesehen, fand den immer noch super. Ja, ja. Ich habe ihn auch zweimal gesehen. Und sie ist dementsprechend auch. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wie sie in dem Film ist. Und ich denke so, ja, alles klar. Verstehe. Ja. Ich glaube, so ist sie auch, so wie du es dir vorstellst. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es die Schauspielerin aus Nyat. Ja, die muss ich immer noch gucken, aber ich habe so Bock. Annette Bening? Ja, weil die so oft auch, die hat doch schon oft quasi nominiert und hat nie was bekommen. Und echt? Hat die nicht für American Beauty den Oscar? Okay, dann bin ich hier. Ich bin hier heute fürs Halbwissen, fürs falsche Halbwissen. Nee, dafür bin ich hier. Ach so, okay, dann ist das ein Streit. Hey, aber ich fand sie da ganz gut. Ich fand den ganz gut, den Film. Und ich hätte gedacht, wenn jemand, der kriegt dann auch, für sie hätte es mich gefreut, sozusagen. Und Emma Stone, die hat ja schon einen. Ich wollte gerade sagen, bei Emma Stone, man kann das fast schon erwarten. Ja. Nee, war sie bisher immer nur nominiert. Oh. Aber viermal schon oder so, Fünfmal insgesamt, wenn Nyat. Genau. Krass. Und sie war die Ehefrau? Sie spielt die Schwimmerin. Nee, ich meine in American Beauty, die Ehefrau von ihm? Genau. Ah, okay. Und Kevin Spacey hat auf jeden Fall ja dafür den Oscar bekommen. Ich breche jetzt mal eine Lanze. Ich hätte mich wirklich total für Sandra gefreut. Für Sandra? Ja. Ja. So, weil ihr das jetzt nicht an... Die Hülle Sandra. Ich meine, ich kann das nicht vergleichen, weil, wie gesagt, den Film habe ich nicht gesehen hier mit Emma Stone. Aber ich fand das echt diese... Also eigentlich sogar noch... Ich weiß nicht, welche Performance ich besser fand. Weil die sind schwer zu vergleichen, Zone of Interest und ja, bei dem einen hast du Close-Ups und bei dem anderen nicht. Deshalb wird sie für die Close-Ups nominiert. Ich meine, bei Zone ist es ja quasi so ein bisschen das Big Brother-Prinzip mit diesen versteckten Kameras, ne, dass sie einfach nur machen. Und dadurch wirkt das so wahnsinnig überzeugend. Für uns gerade, für Deutsche natürlich, ne, weil so eine Art von Schauspiel hast du halt ultra selten im deutschen Fernsehen oder im Kino. War sie für Zone oder für Anatomie, ja, da ist sie auch ein bisschen besser. Also dieser Satz, wenn sie sagt, I did not kill my husband, und dann ihr Blick danach. So gut, ey. So gut. Ja, du, ich hätte mich auch für sie gefreut. Aber ich meine, so freue ich mich dann halt. Ich meine, Justin Triet hat für das Drehbuch bekommen. Mhm. Ist cool, finde ich auch eine schöne Anerkennung. Zone of Interest, also sie hat in zwei ausgezeichneten Filmen, hat sie jetzt so gesehen, mitgespielt. Ne? Das ist also ihr Jahr gerade, ne? Es ist also wirklich ihr Jahr. Ja, ich war ein bisschen überrascht, aber natürlich. Da habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich mich nicht dafür entschieden habe. Ich habe gedacht, Oppenheimer wird, glaube ich, den besten Ton kriegen. Ohne irgendwie. Das ist auch geil, dass er ihn nicht bekommen hat. Ja, ja. Das aber, Sohn hat bekommen, ne? Ja, genau. Ja, zu Recht. Ohne ansatzweise drüber nachzudenken, dass der Film, der halt wirklich so sehr über die Tonspur funktioniert, der eigentlich ist ein eigener Charakter. Genau, ja. Das ist ein eigener Schauspieler. Der Sounddesigner ist ein eigener Schauspieler. Und das hätte ich deutlich. Ich meine, wir haben so viel über den Ton eigentlich gesprochen, ja. Jedes Mal, wenn wir über Zone of Interest gesprochen haben. Und da irgendwie zu ignorieren, dass das irgendwie eigentlich noch mal stärker honoriert wird. Das ist was anderes, als zu sagen, wir sind am Strand. Ich suche jetzt mal einen schönen Wellensound raus. Und eine Möwe. Oh, warte mal, da könnte irgendwie, jetzt bin ich kreativ, da könnte irgendwo eine Fahnenstange hängen außerhalb des Bildes und das flackert ein bisschen. Das baut ich auch. Das ist so das Maximum an Kreativität, weißt du? Aber in diesem Film, du fängst bei Null an und baust halt eine gesamte Storyline, den gesamten Film über, nur auf der Tonebene. Und die du halt dann auch, sage ich mal, aus Abständen betrachtest. Wenn ein Typ am anderen Ende des Lagers irgendwie, sage ich mal, erschossen wird, oder du halt Schläge irgendwie direkt hinter der Mauer, die an deinen Garten grenzt, irgendwie hörst, so, dass man halt das alles irgendwie noch mit einbezieht und einberechnet, so, ja. Also, Und er macht halt genau nicht das, was man auch erwarten würde, ne? Du würdest sagen, okay, du bist direkt neben dem KZ, dann hörst halt Schreie und Schüsse und so. Aber er macht ja viel, viel mehr, ne? Allein dieses Grummeln von dem Ofen, was die ganze Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe das irgendwann nach einer Dreiviertelstunde gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich vermute, das läuft die ganze Zeit durch, gerade weil die Mutter nachher auch wegläuft, weil sie das nachts nicht erträgt. Ja, genau. So, das ist wirklich grenzdebil genial. Wenn es jetzt noch Gestank gegeben hätte im Kino, dann hätte es auch den Gestank-Oscar bekommen, bestimmt, weil viel Geruch, den man bei dem Film gerochen hätte. Aber wir haben noch Blumen im Garten. Das riecht auch nicht. Ja, aber dann hättest du eine Mischung finden müssen aus diesem süßlichen Blumenduft und halt eben noch den anderen Gerüchen, die da halt irgendwie. Ja, aber nur wenn der Ofen mal hochkocht, deswegen geht die Mutter ja auch, weil das musste ja so krass riechen. Ja, glaube ich auch, ja. Ich fand auch das Ende immer so toll. Dieser krasse Break in die Neuzeit und sie putzen alle die Öfen. Also genau das Gegenteil. Ne? In der Vergangenheit geht es immer darum, oh, hier ist wieder Staub und hier ist Staub und so. Und da sind sie jetzt und konservieren quasi die Öfen, machen dem allen Staub weg, damit das für alle
Ewigkeit quasi erhalten bleibt. Ja. Super. Aber egal. Ich wollte jetzt nicht damit anfangen. Ja. Sorry. Kurz einmal, damit wir es erwähnt haben, aber ich möchte nicht darauf eingehen. Es gibt eine Kontroverse zu der Dankesrede von Jonathan Glazer. Aber ich muss dazu sagen, ich verstehe sie halt auf eine gewisse Art und Weise, die beide Parteien, die er da benennt, in die Pflicht nimmt. Andere Leute sehen das anders und ich kann auch das verstehen, aber ich bin zu sehr unbewandert in den ganzen Themen oder in diesem politischen Konflikt, dass ich da irgendwie auch nur ansatzweise eine Meinung abgebe. Schade, ich wollte dich nämlich genau das fragen. Ich habe nur gestern gelesen, dass der Regisseur von der Ungarische, der diesen anderen KZ-Film empfiehlt, Son of Soul, der Regisseur hat sich genau beschwert. Und ich dachte, warum? Was hat denn da? Also ich bin ja immer so überempfindlich, deswegen wundere ich mich, dass ich das nicht gemerkt habe. Aber wenn du sagst, lass es mal darüber reden, weil ich glaube, wir sind nicht die richtigen Personen, die darüber reden sollten. Okay. Ich weiß auch nicht, wie der Kenntnisstand bei euch ist, so, aber ich habe zu wenig Wissen in dem Bereich, als dass meine Meinung irgendwie auch nur signifikant dazu was beitragen könnte. Also deswegen, okay. Ich verstehe, wie gesagt, warum sie kritisiert worden ist. Ich verstehe aber auch, warum man das verteidigt. Und ich verstehe, dass da halt Konflikt existiert, aber zu dem möchte ich eigentlich mich nicht groß. Vielleicht braucht man aber diese Diskussion einmal ein paar Tage. Ja, aber die Diskussion wird ja an allen Fronten geführt und hier sollte es eigentlich jetzt mehr um die Fälle gehen. Richtig, okay. Ja. Worüber ich gerne noch sprechen würde, wäre eine Sache, die mir an der deutschen Berichterstattung aufgefallen ist und das finde ich ziemlich daneben, wenn man ich muss halt echt sagen, ob der Hund bei der Oscarverleihung auftritt im Publikum, hat mehr Berichterstattung erhalten als auch nur ansatzweise der deutsche Beitrag zusammen mit dem deutschen Regisseur, also das Lehrerzimmer. Und er hat auch ein sehr ausführliches Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob Stern oder Spiegel. Dann war es der Spiegel. Und ja, Sandra Hüller hat diesen Hype verdient. Vollkommen. Also spricht überhaupt nichts gegen. Aber das Lehrerzimmer hat nicht stattgefunden. In der Berichterstattung gar nicht. Und also wir haben auch darüber gesprochen, weil ich das auch in der Sendung mal ansprechen wollte. Und waren uns da nicht ganz einer Meinung. Ich bin nämlich genau bei dir. Bis zu diesem Aufruf von dem Regisseur, dessen Namen ich natürlich jetzt, um das Klischee voll zu machen, auch gerade nicht aussprechen kann oder nicht weiß, dass er meinte, hey, ich bin auch noch da, mein Film ist nominiert und ich lese meinen Namen nirgendwo. Und ich so, hä, wer ist das? Bis zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht einmal wahrgenommen. Von daher muss ich sagen, dass ich dem irgendwie ein bisschen recht gebe, dieser Kritik. Ja, also, ich weiß es nicht. Klar, man kann, glaube ich, sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Florian Henkel von Donnersmarck nominiert, der war ja zweimal nominiert, beziehungsweise hat einmal gewonnen, dessen Name wird, glaube ich, deutlich mehr in der Berichterstattung fallen gelassen. Aber wenn jemand über das Lehrerzimmer geschrieben oder berichtet hat, muss ich sagen, war sein Name schon da. Ja, ich rede aber auch tatsächlich gar nicht von internationaler Berichterstattung, weil das dafür war das eben nur ein Film von fünf und es hat auch in der deutschen Berichterstattung jetzt niemand über Juan Antonio Bayona geschrieben oder so, der ja für die Schneegesellschaft auch für den besten fremdsprachigen Film nominiert war. Aber wir reden, also wie normalerweise, wenn bekannt wird, dass der deutsche Film für besten ausländischen Film nominiert ist, ist die erste Schlagzeile, wir sind Oscar. Und diesmal, wir sind Sandra Hüller. Ja. Und da war dann zu Ende. Ich meine, es wurde mehr über Wim Wenders Nominierung geschrieben, als über die von das Lehrerzimmer. Ja. Oder über den Hund halt, wie gesagt. Ich weiß, das fühlt sich, glaube ich, wirklich scheiße an und ich will auch gar nicht abstreiten, dass bestimmt gewisse Leute sich halt einfach denken, ja, was soll ich den erwähnen, den kennt keiner so. Und Wim Wenders kennt man halt schon einfach eher. Ja, es geht aber eher um die Konstellation aus Regie und Film. Es wurde ja auch über den Film nicht geredet. Über das Lehrerzimmer? Da wurde nicht drüber gesprochen. Ich habe so einiges an Oscar-Berichterstattung geguckt und gelesen und da war das alles, war vielleicht mal, der deutsche Film ist auch nominiert. Ja. Wir wissen gerade auch nicht, wie er heißt. Also ich denke, ja, es ist auf jeden Fall unfair, gebe ich dir recht. Man hätte deutlich mehr Werbung machen können. Es hätte, glaube ich, an dem Ergebnis nicht viel geändert. Nein, die Werbung, gar nicht. Wir reden nicht von der Werbung, sondern einfach nur, dass der Name. Er hätte eine deutlich größere Präsenz kriegen können. Ja. Also ich verstehe, dass das ein spezielles Jahr ist, weil Sandra Hündl doppelt nominiert und die hat sich hochgearbeitet und jetzt kommt sie ganz oben an und alle lieben sie völlig zurecht. Und du hast es gerade gesehen, Wim Wenders Name seit 40 Jahren, jeder kennt den. Trotzdem würde ich mich als Redakteur oder Journalist komisch fühlen, wenn ich irgendwie wochenlang über diese Oscar-Rennen berichte und den Namen des Regisseurs nicht einmal dazu schreibt. Das ist doch total seltsam. Ey, gehe ich vollkommen mit. Mhm. Gehe ich vollkommen mit. Ich glaube nur, dass man halt hier auch noch ein paar Sachen mit einbeziehen sollte. Denn was Antje nämlich zum Beispiel gesagt hat,
du erfährst, welcher Film ist für den besten ausländischen Film nominiert. Vielmehr, also so viel mehr. Ist das so in der Vergangenheit auch gewesen? So viel mehr Berichterstattung ist dann meistens nicht. Es sei denn, es ist irgendwas Besonderes, weil zum Beispiel, wo war das? Aber guck mal, du hast ja gesagt, das Leben der anderen zum Beispiel. Das Leben der anderen, ja. So, da. Aber damals war das Donnerstag? Das war Donnerstag. Und damals kannte man den ja noch gar nicht. Ja. Aber der Name war überall. Vielleicht auch, weil er gewonnen hat. Im Vorfeld auch. Nee, im Vorfeld nicht. Im Vorfeld auch. Nein. Also wirklich nicht. Also zumindest meine Warnung. Meine Wahrnehmung. Also da war erst nach dem Gewinn, war der plötzlich in aller Munde. Weil es war ja auch für ihn alles relativ. Der war ja noch gerade aus der Uni raus, ne? Genau. Ja. Okay. Und also. Ich glaube, es ist halt so ein Zusammenwirken, dass Leute, also wir haben das Problem, wir haben Sandra Hüller in gleich zwei Filmen, die heiß diskutiert werden oder die hoch im Kurs sind und so weiter, die für mehrere Oscars nominiert sind. Du hast einen Wim Wenders, der schon seit Jahren dabei ist und jetzt mal wieder für einen Oscar nominiert ist. Und du hast halt einen Film, ja, der ist dann einfach für den besten Film oder für den besten ausländischen Film nominiert, aber man berichtet halt nicht weiter drüber als das Notwendigste so. Ist der denn so gut? Also er ist sehr, sehr gut, aber er war ja nun auch wahrlich kein Frontrunner im Rennen. Und dann hatte man ja auch noch das Ding, Zone of Interest mit Sandra Hüller war nominiert. Also war quasi Zone of Interest ist gegen das Lehrerzimmer angetreten und Zone of Interest war einfach wesentlich größer. Ja, und was für ein Klischee, dann haben wir halt Sandra Hüller, natürlich, die verdient es auch, aber das ist dann eher gefühlt über Zone of Interest als deutschen Film gesprochen wird, weil es eben auch wieder irgendwas befasst, worauf wir ja oft politisch Filme drüber machen. Stimmt. Und das Lehrerzimmer geht halt um. Obwohl das der Thema ja eine Schule. Das eigentliche Thema des Lehrzimmers ja ziemlich spannend ist. Vor allem ist und das zahlt ja fast schon wieder auf das große Thema ein. Privatsphäre. Ja, oder halt auch eben, wie wir halt inzwischen Angst davor haben, sag ich mal, mit gewissen Dingen umzugehen und wie eine Vorsicht oder eine Übervorsicht und verschiedene, sag ich mal, Ansichten zu bestimmten Themen halt miteinander kollidieren. Ohne dass man halt merkt, dass sie halt miteinander kollidieren. So, ja? Oder halt irgendwie versucht, irgendwo mal einen Schlussstrich zu ziehen, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen. So, das fand ich ja das Frustrierendste an diesem Film. Ja. Dass man da merkt, die wollen es eigentlich alle irgendwie richtig machen, aber machen es dadurch halt, glaube ich, noch schlimmer, als es eigentlich ist. Aber jetzt, der Hund, der hat doch den Hunde-Oscar bekommen, oder? Den hat doch in Cannes hat er doch gewonnen für den besten Filmhund. Aber zu Sandra Hüller nochmal. Ich hatte ein bisschen Oscar-Fernsehbeiträge gesehen, jetzt im Vorfeld, wo sie dann halt in Hollywood waren und dann Interviews geführt haben. Und dann hat Sandra Hüller in zu zwei verschiedenen Anlässen die Frage so sinngemäß bekommen: Ja, und was machen Sie hier? Was erwarten Sie von dem Abend? Blablabla. Und sie hat wirklich wortwörtlich gesagt: Ja, ich bin jetzt hier, nachher bin ich wieder weg und dann gucken wir mal. Und ich fand das so eine tolle Einstellung. Aber sowieso, ich habe mir auch ganz viele Momente, weil ich finde das spannend, wie sich jemand dann in diesen 40 Sekunden Interview-Slot dann irgendwie benimmt. Und die ist so cool, so reserviert und so locker gewesen. Aber das war so wirklich, so diese Einstellung müsste man haben. Ja, ich bin jetzt hier, dann bin ich wieder weg und dann gucken wir mal. Das ist entspannt. Ich glaube, die ist naturentspannt. Glaube ich auch. Aber nur um nochmal eine Lanze zu brechen, Ilka Çatak, der Regisseur von Das Lehrerzimmer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er als nächstes macht. Also ich werde auf jeden Fall durch Das Lehrerzimmer, habe ich seinen Namen jetzt hier im Kopf. Aber der macht schon, hat er einiges gemacht. Der hat doch auch diesen Es war einmal Indianerland gemacht, oder? Stimmt, den hat er auch gemacht. Den habe ich auch gesehen, den fand ich auch tatsächlich schon ganz unterhaltsam. Also den habe ich mir gerne angeguckt. Und wir müssen uns echt an die eigene Nase fassen, jetzt gerade mal, dass wir jetzt den Namen erwähnen. Also nee, den haben wir schon damals. Jetzt in dieser Diskussion. Als Kritik, es wird nicht über den Namen gesprochen und jetzt nach 5 Minuten. Aber das war unser Versäumnis. Habe ich jetzt zum Anfang gesagt, oder? Okay, also es war unser Versäumnis, habe ich gerade. Ich wusste es. Aber nur noch einmal. Wir sind hier, wir sind unschuldig. Um es einmal festzuhalten, ich werde auf jeden Fall seinen Namen, habe ich jetzt seit Das Lehrerzimmer. Sag ihn nochmal. Ilka Çatak. Ja. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist dann auch so das Ding. Und er ist herzlich eingeladen, würde ich mal sagen. Wenn er kommen möchte, gerne. Also würde ich auch vorschlagen. Und Empfehlung fürs Lehrerzimmer von uns. Auf jeden Fall, ja. Ja. Deutscher Darren Aronofsky. Meiner Ansicht. Also ich fand ihn sehr Aronofsky-like. Aber was sagen wir denn jetzt zum großen Gewinner? Zu Oppenheimer. Ja. Verdient, unverdient. Also ich seid ihr glücklich? Bei mir zu Hause liegt die Blu-ray, die du mir gegeben hast. Und da steht unten drauf: One of the best movies einer der besten Filme des Jahrhunderts. Und da dachte ich so, welches Jahrhundert meint er jetzt? Das neue Jahrhundert? In den letzten 20 Jahren quasi, 24 Jahren? Oder meint er jetzt die letzten 100 Jahre? Ja, also das kann ich nicht unterschreiben. Aber ich muss ihn mir ehrlich gesagt noch ein zweites Mal angucken. Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen.
Und ich fand das alles interessant, aber ich bin weit, also weit entfernt von Begeisterung. Ja, und bei mir, dieses Fass bei mir aufzumachen, ich habe mich so über den Film aufgeregt. Er ist handwerklich natürlich ein super Film, kann man nichts sagen. Klar. Aber dieses, mein Thema ist bei ihm, der macht die Sachen, weil er sie kann. Er ruft 300 Schauspielfreunde an und lässt die alle da auftreten. Völlig sinnfrei tauchen sie da alle auf. Ah, aber da kann ich direkt, das würde ich nämlich schon mal nicht sagen. Weil ich finde, allein durch die Besetzung von so vielen bekannten Leuten bekommst du gar kein Gefühl, wessen, also im positiven Sinne, wessen Meinung, wessen Aussage noch mal wichtig wird. Das stimmt. Denn, und ich, das hatte für mich total Methode, zu sagen, ey, ich besetze jetzt diesen A-Promi in dieser winzigen Rolle. Denn vielleicht ist das, was er sagt, später noch super wichtig. Und das ist ja teilweise so. Also Rami Malek wird noch super wichtig, obwohl man ihn nur in einer einzigen Szene sieht. Ja, oder andersrum, dass du einen A-Promi siehst und denkst, oh, der wird noch mal wichtig, genau. Aber er wird nicht mehr genau, wichtig. Genau, deshalb fand ich das, dann besser. Genau, deshalb aber fand ich das, hatte total Konzept, Star-Aufgebot. Glaubst du, das war das Prinzip oder die Idee dahinter? Yes. Also ich unterstelle ihm, es war einfach. Ich meine, das macht er immer in jedem Film. Deswegen. Aber ist das schlimm? Nee, nee, ich finde das interessant. Mich hat einfach so genervt. Der Film hat mich genervt. Ich finde, das ist so ein Macho-Film. Das ist sowas, guck hier, wie geil ich bin. Und dass der jetzt auch noch, er kriegt es, meinetwegen kann er alles haben, die Preise jetzt bekommen hat. Der war mir viel zu lang, der hat mich genervt. Ich fand den nicht mal besonders, Entschuldigung, nicht mal besonders, die Atomexplosion hat mich nicht mal mitgerissen, richtig cool. Ah, geil, okay, wir sind ja an der Front. Richtig geil fand ich die Szene, wo er die Rede hält und dann wird über die Rede, die er vor den Studenten hält, wird der Sound von dem Atombombeneinschlag gespielt. Das fand ich eine richtig tolle Idee. Ja. Die Szene hat für mich ganz viel rausgerissen. Aber der Film selber, er kann die Nominierung und den Preis kriegen. Vielleicht auch rückwirkend für andere Filme, meinetwegen. Aber der Film ist ich nicht denke meiner. Auch. Also es ist für mich kein klassischer 10-Oscar-Film. Ja gut, aber er hat ja auch nur 7 gekriegt. Ja, aber war für 10 nominiert, ne? Ja. So. Gut, aber Scorsese hat. Das wäre für mich ein Oscar-Film gewesen. War aber auch, ja. Er ist der große Verlierer des Abends irgendwie. Eigentlich schon, ne? Hat gar nichts oder gar was? Nichts. Oh, gar das nichts. Das ist echt traurig. Und ich meine, so viele Filme. Das Drehbuch, irgendwas hat doch. Nee, okay. Das ist komisch, vor allem, ich meine, der macht nicht mehr so viele Filme noch. Der hat vielleicht noch 2 in den alten Knochen stecken. Ja, aber. Also ich denke mal, der kriegt auf jeden Fall noch seinen Ehren-Oscar. Ja, aber da holt er sich doch keinen drauf, oder? Aber du. Auf den Ehren-Oscar. Er hat doch schon genug über AfD, sich einen runterholen kann. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ich verteidige hier an dieser Stelle mal die Front derjenigen, die den doch großartig finden. Also für mich ist es auch wirklich einer der besten Filme, die ich die letzten Jahre gesehen habe, weil der das geschafft hat, mich über die Intellektualität, über das viele Gefasel, über das viele Gerede in die Emotionalität zu holen. Und ich habe über keinen Film so viel auf so vielen verschiedenen Ebenen nachgedacht. Ich weiß nur, ich habe nachdem ich den das zweite Mal gesehen habe, habe ich irgendwie 3 Leuten, dir unter anderem, noch mal in einer ellenlangen WhatsApp geschrieben, wie toll dieser Film ist, weil ich das Bedürfnis gerade so hatte, weil der vor allen Dingen für mich so wahnsinnig viel über Rezeption von Menschen erzählt und wie wenig man an der Rezeption von außen ändern kann, wie wenig Einfluss man darauf hat. Und der Film ich habe ihn jetzt 3-mal gesehen und der macht mich in dieser Hinsicht einfach so unfassbar traurig, obwohl ich die ganze Zeit nur Physikern beim eben Gefasel zuschaue. Und ich finde, das muss man erstmal schaffen. Man kann natürlich darüber streiten, wie viel ist das quasi meine Schuld, dass der mich erreicht, wie viel trägt Nolan dazu bei. Aber letzten Endes hat er den Film gemacht. Hm. Und ich finde, wenn man sagt, ja, er kriegt ja sicherlich auch was für seine vergangenen Werke, ja, dann kann man auch sagen, ja, dann darf, wenn man das kritisiert, kann man auch nicht sagen, aber Martin Scorsese muss den haben, weil er macht ja nicht mehr viele Filme. Also entweder findet man es in Ordnung, dass man auch fürs Lebenswerk ein Stück weit den Oscar bekommt oder nicht. Und ja, das finde ich in Ordnung. Und ich finde halt Nolan, ich finde, das ist einfach so, dieser Film ist die Quintessenz eines Christopher Nolan, wenn man guckt, was er bisher gemacht hat. Damit meine ich nicht nur die Zeit, sondern halt einfach so sein, ja, Quintessenz trifft es, glaube ich, ganz gut. Und das ist, für einen besseren Film als diesen hätte er nicht nominiert sein können, finde ich, weil er in anderen Filmen immer nur so vereinzelte Sachen immer wieder anbringt. Und hier hast du einfach, du hast hier Christopher Nolan, der Film. Und ihn dafür auszuzeichnen, finde ich, ist wirklich eine gute Sache. Ich finde es schön, mich freut es, dass der Film dich so begeistert. Und es wäre auch interessant gefunden, wenn wir die zwei extremen Fronten, weil mich total interessiert hätte, wo der dich dann da so berührt hätte. Es lag bestimmt auch an mir, dass ich den einfach nicht geschluckt hat, als ich ihn gesehen habe. Ja, das kann auch wirklich, also genau. Beim ersten Mal, ich bin aus dem Kino raus und beim ersten Mal hat er mich auch eher auf der Sachebene berührt. Okay, da muss ich ihn noch 2-mal gucken, da bin ich auch. Und beim zweiten Mal, nach 10 Minuten sitze ich da und beobachte halt Oppenheimer bei dem, was er tut. Und ich weiß, worauf es hinzusteuert. Und ich denke, um Gottes Willen, ich bin richtig
ergriffen, will den die ganze Zeit schütteln, will die ganze Zeit sagen, mach das nicht, du weißt nicht, was dich erwartet. Und es wird immer intensiver. Und am Ende beim Abspann saß ich da eine Träne in den Augen, weil ich einfach das nicht ertragen habe, diese Behandlung dieser Person. Und das ist so ein aktuelles Thema. Jeder, der auch nur ansatzweise in der Öffentlichkeit steht, ist darauf angewiesen, wie sein Bild von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das ist so mit einer der Ursprünge. Und anhand von Oppenheimer kann man so viele Themen aufmachen. Und jetzt haben wir irgendwie, ich glaube, es ist hinfällig, über die visuelle und akustische Aufmachung zu sprechen. Du, beste Kamera kann man ja nicht. Ja, genau. Also ja, das ist meine Lobrede auf Oppenheimer. Okay. Ja. Interessant. Ich würde gerne eine Frage noch stellen wollen. Wer hat Schnitt gewonnen? Schnitt? Oder andersrum. War Oppenheimer für einen Schnitt nominiert? Ja, hat auch gewonnen, soweit ich weiß. War auch, ja, warte. Wen hättest du es gegeben? Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Ich fand das. Gab es einen Film, kannst du die Schnittnominierten nochmal aufzählen? Weil das würde mich jetzt interessieren. Anatomie eines Falls, Holdovers, Killers of the Flower Moon, Poor Things. Also ich muss sagen, Killers of the Flower Moon fand ich wirklich gut geschnitten. Also das ist halt die Meisterin. Die hat halt fairerweise, macht sie das, was sie am besten kann mit ihm, ne? Das, was man kennt von gewissen anderen Filmen, aber dieser Rauschzustand, wenn man da so durchgejagt wird, wo das eigentlich von außen eine etwas dröge Geschichte ist, aber du wirst da durchgeprügelt und es ist eine reine Wonne. Ich habe leider nicht alle davon gesehen, aber ich weiß, dass als ich Oppi gesehen hatte, dachte so, was soll der Schnitt jetzt? Und zwar nicht so, dass ich dachte, oh, interessante Wahl oder die Kürze dieses Moments oder dies oder jenes oder oh, das bleiben sie genau richtig in der Länge auf dem Gesicht und jetzt fühle ich das, das sind so Gedanken, die man hat. Sondern richtig, das waren gerade bevor die Explosion losgeht, da ist so ein bisschen Hektik. Er ist da in dieser Bunkeranlage und da gibt es so viele Schnitte, wo ich denke, was sollte das denn jetzt? So Ansätze, wo jemand einfach nur eine Anbewegung macht und dann wird abgeschnitten. Ich denke so, was soll das? Warum ist das jetzt da drin? Deswegen wundert es mich total. Das habe ich Kollegen sehen es anders. Ja, die sind wahrscheinlich alle Profis. Aber ein sehr gutes Argument mit Killers, dass halt wirklich obwohl es viel, auch was du sagst, trockene Thematik ist, auch wieder viel Dialog und so weiter. Das stimmt. Der hat einen irren Tempo, einen irren Rhythmus. Mhm. Ich hätte sonst noch überlegt, bei Anatomie eines Falls ist es ja, also ich habe halt einen Schnitt bei Anatomie eines Falls im Kopf, der halt perfekt ist in dem ganzen Film. Das ist das, wenn sie das Gespräch in der Vergangenheit zeigen oder diesen Streit. Oh, das ist so gut. Und Szene, dann, wie die Szene endet. Also das ist, aber ich, da hört mein Fachwissen bei Schnitt auch auf. Aber diesen Schnitt habe ich halt bei dem Film im Kopf, also, weil der so perfekt ist. Also der ist auch speziell. Ich muss gestehen, dass bei Anatomie ich manchmal nicht wusste, warum sie was gemacht haben. Also ich weiß, dass da gibt's Bilder drin, die ich so, So zum Beispiel das allererste Bild ist diese Treppe und da fällt ein Ball runter und da läuft der Hund drin. So ein Ding so. Da habe ich jetzt die Theorie gelesen, dass der Hund der Mörder ist. Ja, habe ich auch gelesen. Das ist der Hinweis der erste. Ja. Ich dachte so, das bedeutet was. Ich weiß aber nicht warum. Ohne Grund schneiden sie das da nicht rein. So. Glaubst du, der Hund hat ihn angesprungen, darauf ist er hinten runtergefallen? Naja, aber das hängt damit zusammen, dass er vielleicht immer den Hund. Den Ball falsch geworfen. Es war ist ja egal. Der Film soll ja so sein, dass man nicht hundertprozentig weiß, was Phase ist. Aber ist für einen Schnitt natürlich auch eine Herausforderung. Der muss ja drei Zeitebenen, glaube ich, verwursten, oder? Anatomie, also Gegenwart, dann eine Vergangenheit. Nee, vier sogar. Und noch eine Vergangenheit. Ja, aber mehrere. Wenn man jetzt diesen Streit noch weiter. Genau, und dann noch Gericht. Alter, der hat mich so umgehauen. Da habe ich gemerkt, so, okay, wer das geschrieben hat und wie die ja alle handeln und wie die argumentieren und schauspielen, ist so geil. Allein dafür lohnt sich der Film, für diese Streitszene. Und deswegen hat sie auch das beste Drehbuch gewonnen. Ja. Ja. So, und wo wir mit Japan angefangen haben, hören wir mit Japan auf. In der 70-jährigen Geschichte hat Godzilla jetzt erstmals einen Oscar geholt und ich find's so geil. Ich habe mich auch so gefreut. Ihr habt wahrscheinlich alle das Video gesehen, ne? Wie die im Büro sitzen und die Nominierung abwarten und dann ausflippen. Ich saß hier vor einem halben Jahr und hab gesagt, super, 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 nur das Wasser ist unmöglich, deswegen kriegt er keinen Oscar. War ich 100% überzeugt. Aber das ist vielleicht auch einfach mehr so, dass sie sagen, ach, guck mal, kann auch richtig toll aussehen. Ich glaube, da bin ich auch bei Antje. Ich glaube, da haben sie einfach die Quantität und dann halt auch die Mittel mit einberechnet. Der war nicht so teuer, ne? Bei einem Budget von 15 Millionen Dollar umgerechnet, entfallen auch nicht 15 Millionen Dollar nur auf die Spezialeffekte, sondern dann musst du halt auch ein bisschen was anderes machen, wie Kulissen, Kostüme, Schauspieler und so weiter und so fort, Licht und was weiß ich. Und dann trotzdem einen Film rauszuholen, der in der japanischen Godzilla-Geschichte mit die beste Atomexplosion ever
ja, beinhaltet. Du brauchst ihn nur angucken, wenn er hinter dem, in dieser Jaws-Szene, ja, er hinter dem Boot hält. Ey, und dann die Jaws-Szene. Also von der, so, von der Jaws-Szene will ich gar nicht erst anfangen. Dann bist du auf dem Boot und guckst nach hinten und er ist halt so schwammig hinter, so 50 Meter hinter dem Boot. Da ist es nicht so wichtig, ob das CGI so hundertprozentig echt aussieht oder was, sondern die Wirkung der Kamera in Kombination mit dem Vordergrund, Hintergrund, Framing. Das ist halt das, was es dann toll macht. So. Ja. Das hättest du auch wieder, das, da hättest du im US-Film hättest du da wieder eine 3D-Kamera gehabt, die da fröhlich im Kreis mit reiner Kamera rundherum fliegen. Alle hätten im Kino gesagt, oh, sieht das geil aus, Kamera bewegt sich so schnell. Ja. Hey, weißt du, aber die Wirkung ist nicht da. Bin ich vollkommen bei dir. Deswegen, nach 70 Jahren der erste Oscar, Hammer. Dafür, dass das ja ein Film war, der einen anderen Film so sehr inspiriert hat. Das ist eine Puppenfilmreihe, wenn man mal ehrlich ist. Eigentlich deswegen, ja. Deswegen ist es so toll. Ja. Aber auch mit der Modellarbeit und so weiter haben sie ja schon, und mit Perspektiven, das ist ja auch immer eine Frage. Perspektive, ne? Ich meine, deswegen ist Gareth Edwards so gut gewesen, auch in seinem Godzilla-Film, diese Perspektiven, die Framings, hast du halt vorher noch nie gesehen. Und das machst du ein bisschen anders, weit entfernt, ran gezoomt, du siehst immer eine Ausschnittweise, das ist eine andere Wirkung. Der Regisseur von dem Godzilla-Film, von dem neuen, ist das nicht eigentlich ein Special-Effects-Mann? Ja, man sagt ja genau, das ist eigentlich ein Special-Effects-Mann, beziehungsweise der kommt irgendwie aus diesem Bereich, hat auch vorher einen Animationsfilm gemacht. Der hat ja diesen ersten Animationsfilm zu Lupin, der Dritte, gemacht. Lupin the First. Und, oder Lupin the Dritte, the First. Und der hat dann noch, glaube ich, Alvin, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber der hat, glaube ich, noch so einen Film gemacht über diesen Godzilla-Ride in Japan. Also über so eine, ja. Einspruch aus der Regie. Okay, also so gesehen, den Film, den es im Godzilla Ride zu sehen gibt, hat er da quasi beigesteuert. Mhm. Und der, ich finde, der hat eine geile Bildsprache, beziehungsweise ein gutes Verständnis. Guck dir mal diesen Lupin-Film an. Also der hat, ich habe davon noch nie gehört, ehrlich gesagt. Der hat so schöne Indiana Jones-Momente drin, so richtig schön klassische Abenteuerfilm-Momente und auch das Spiel mit Perspektiven, Unschärfen und so. Also deswegen. Okay. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Von wann ist der? Also 5 Jahre oder so? Nee, der ist jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Ach so. Ja. Okay. Von dem Anime. Der 3D-Animationsfilm. Genau. Ah, okay. Ja. Und ich mag den. Ich mag den wirklich. Ja, ich glaube, wir können alle sagen, wir freuen uns total für das Team. Und auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, dass die alle Godzilla-Schuhe anhatten? Nein. Wir hatten alle vier, hatten sie so Schuhe, wo hinten, glaube ich, so die Kralle von Godzilla irgendwie am Absatz ist. So. Das fand ich ziemlich cool. Letterboxd hat die auch interviewt, alle. Das gesamte Team hat einfach nur gesagt, was sind eure Top 4, ne? Es ist so sympathisch. E.T., Indiana Jones, ja, hier, Aliens, Alien 2, Aliens. Und denkst du so, ja, okay, das sind alles Nerds und die machen jetzt ihr super sympathisch. Ja. Gut, oh, jetzt habe ich schon wieder so viel über Oscars geredet. Paar News noch, kurz und schnell mal, kurz und knackig. Was haben wir hier? Ja. Neve Campbell ist jetzt bei Scream 7 dabei. Und Kevin Williamson wird im Regiestuhl sitzen. Wer ist das? Der Drehbuchautor von Scream 1. Oh! Und das ist halt das Komische. Viele Leute haben sich gefreut. Ich sag mal so, Freunde, wart mal ab, der Mann hat seit 1999 keinen Film mehr inszeniert. Der letzte Film, den er inszeniert hat, das war Tötet Mrs. Tingle oder Teaching Mrs. Tingle. Ja, mit, ich glaube, hier Katie Holmes. Ja, und Queen. Mir sagt der Film nichts. Wie heißt sie? Nicht, oder ist es die Queen? Ist es Helen Mirren? Ich glaube, es ist Helen Mirren. Egal. Auf jeden Fall, der hat schon echt lange keinen Film mehr gemacht. Und ich weiß nicht, ob das so die Jubelstimmung ist, die man hier verbreiten sollte, nur weil er jetzt im Regiestuhl sitzt. Ja, er kennt die Serie, aber er hat auch das Drehbuch den beiden Drehbuchautoren der Scream 5 und 6 überlassen. Das machen die wieder. Das machen die wieder. Dann muss ich aber gestehen, als Scream-Fan, der jeden Abend mit einer Scream-Jacke durch die Wohnung läuft, im wahrsten Sinne, dass ich diese Konstellation eigentlich gut finde. Also ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen Sorge im Anbetracht der Historie jetzt im Vorfeld des Films, also was da alles passiert ist. Weil die haben das ja als Trilogie ursprünglich erdacht. Aber diese Pläne, die sie hatten für die Trilogie, können sie ja nicht mehr erfüllen oder denen können sie nicht mehr folgen, weil denen ja einfach die beiden Hauptdarstellerinnen abgesprungen sind. Und dann ist ja auch der Ursprungsregisseur, sollte ja der Christopher Landon machen, der ist ja auch noch gegangen, wobei ich da sage, das ist jetzt, das war ja keine... Ich weiß nicht, ob das so schlimm wird. Na, vor allen Dingen war das jetzt keine Konstante in diesem ganzen Franchise, der war ja noch gar nicht dabei.
Ich muss aber sagen, je mehr Leute, glaube ich, bei dem Projekt dabei sind, die schon wissen, wie Scream tickt, desto besser ist das, glaube ich. Und ich halte bei Scream 7 das Drehbuch für wesentlich wichtiger als die Regie. Trotzdem, ich hoffe, dass Neve Campbell zugesagt hat, weil ihr das Drehbuch und nicht, weil ihr der Gehaltscheck zugesagt hat. Nein, die braucht Geld. Na, das hat sie deshalb nicht nötig, weil sie hat ja schon im letzten nicht mitgespielt. Ja, weil sie Geld viel, jetzt, wenig jetzt, Geld bekommen. Ja, aber ich, das hatte ja, also ja, man kann immer sagen, wie sehr kollidiert die eigentliche Meinung mit dem Bild, das man nach außen transportiert. Aber sie hat das ja schon verkauft, als sie will so viel Geld haben, wie ihr zusteht und nicht im Sinne von, sie will übermäßig Geld haben. Ja. Sie wurde halt unterbezahlt, ihrer Ansicht nach. Mhm. Und ich glaube, man sollte auch noch mal zumindest zum Recherchieren aufrufen. Ich weiß nämlich nicht, wie, ich meine, ich habe das so gelesen, dass Jenna Ortega aus der Serie ausgestiegen ist, stand schon vor dem Rauswurf von Frau Barrera fest. Das haben sie gesagt, ja, das haben sie gesagt. Ja, also es wird immer so getan, als wäre es erst danach passiert, oder es wird oftmals in den Artikeln irgendwie so getan, als wäre erst das danach passiert. Ließ sich besser. Ja. Aber die hatte halt schon vorher gesagt, dass sie gar nicht weiß, ob sie das machen kann, beziehungsweise schon angedeutet, dass es einfach von ihrem Zeitplan überhaupt nicht passt. So, ne? Also das haben sie leider halt auch so ein bisschen im Laufe der Berichterstattung haben sie das verschoben. Weil es aber auch erst später kommuniziert wurde. Das muss man halt auch sagen. Das ist halt, wo ich mir halt auch immer denke, da werden doch, das schreit doch danach, dass da absichtlich irgendwie Skandal und Aufmerksamkeit generiert und Empörung generiert werden soll. Das finde ich halt scheiße. Muss ich ehrlich sagen, so. Ja. Hätte man das vorher irgendwie gesagt, dann wäre das wahrscheinlich alles deutlich weniger hochgekocht worden, als es im Nachhinein gemacht worden ist. Ich habe mal eine Frage an dich. Als jemand, der wirklich die ersten drei Folgen, glaube ich, oder die ersten drei Teile echt toll fand, auch gerade weil diese Meta-Thematik damals noch frisch war und für uns alle neu, und dann baut der zweite Teil auf dem ersten auf und im dritten sind sie dann am Filmset vom zweiten und so. Ich fand das alles toll. Mhm. Ich kann mir nur gerade nicht vorstellen, dass man das bis zu Teil 7 durchziehen kann. Gehen die das, also arbeiten die daran sich weiter ab oder geht das in eine neue Richtung? So, nee, sie arbeiten sich weiter, immer noch weiter ab. Also von, hast du 4 gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Also von 3 auf 4 haben sie ja. 9 habe ich gesehen. Den letzten. Das sechsten. Dann 6. Dann war das 6, ja. Also ich meine. In der Stadtspiel. Wenn sie alle wieder dabei sind, alle sterben. Die alten Stars. Nee, das ist dann 5 gewesen. Oder war das 5? In New York ist der neueste. Nee, den habe ich nicht gesehen. New York. Nee, du hattest ja von, du hast halt das Glück gehabt zwischen 3 und 4, dass zwischen Teil 3 und 4 so wahnsinnig viel Zeit vergangen ist, dass du als Drehbuchautor, der das Horrorgenre aufs Korn nimmt, super viel Material hattest, das du verarbeiten kannst. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Problem zwischen Teil 5 und 6, dass man da gemerkt hat, irgendwie kam da jetzt aber leider gerade nicht wirklich was, was du aufgreifen konntest. Zwischen 4 und 5 ging das auch. Da war auch genug Zeit, um sich Sachen anzusammeln. Aber die Trends zwischen 5 und 6 sind nicht so wirklich entstanden. Nee, und deshalb, also ich mochte Teil 6 auch, aber muss auch schon sagen, dass da definitiv Luft nach oben war, was das Verarbeiten neuer Horrortrends anging. Da hat man sich so ein bisschen ausgeruht auf einer Sache, die halt schon sehr lange existiert, nämlich die Franchise an sich. Mhm. Und das ist ja kein Projekt, das ist ja kein Produkt der Neuzeit. Es gibt schon immer Franchises. Man ist mehr zu dem geworden, was man eigentlich ursprünglich persifliert. Verstehe. Genau. Aber besser als die Halloween-Producer, ne? Habt ihr das gelesen gestern? Nee, was? Ja, der nächste Hollywood-Film wird ein kompletter Reboot. Gute Nachrichten. Aber nicht so, was? Der wievielte Reboot ist denn das jetzt? Der vierte? Schon wieder. Ja. So, was kann ich noch schnell abhaken? Venom 3 heißt Venom The Last Dance, was vielleicht andeutet, dass es der letzte Auftritt von Tom Hardy als Venom ist. Ich wollte gerade sagen, er ist immer noch dabei, ne? Ja. Der arme Tom, ey. Channing Tatum. Ja, kein Vermächtnis der Tempelritter 3 wird nicht kommen, hat Nicolas Cage jetzt schon abgehakt. Echt, warum? Er hat gesagt, der Schatz ist bei Disney vergraben und da wird er auch bleiben. Ja, also die hatten ja noch mal eine Serie, das Vermächtnis des Montezuma oder irgendwie sowas. Haben sie nach einer Staffel eingestellt. Jetzt sagt Nicolas Cage, hat gesagt, wird nicht kommen. Teil 3, Montezumas Rache. Dafür, ja, genau, Montezumas Rache. Und dafür kommt This is Spinal Tap 2. Ach komm, hör doch mal auf. Was soll das denn? Das ist nicht wahr. Rob Reiner hat gesagt, ey. Mit wem denn? Mit den ganzen alten? Mit allen. Mit den ganzen drei? Allen. Er spielt wieder den Reporter, diesen DiBiase, wie er heißt. Mhm. Und die ganzen Schauspieler, die Bandmitglieder oder die Band gespielt haben, spielen auch wieder die Band. Okay, ich muss mal kurz runterkochen. Hat das Potenzial? Könnte man das trotzdem? Ich meine, die sind ja alle gut, ne? So ist es ja nicht. Ja. Ich find's eher lustig, dass das damals ja nicht funktioniert hat, ne? In den 8. Von wann ist der? Ja, aber inzwischen ist es so ein Kult. Und dann wurde das, genau, dann wurde das über die Jahre zusammen. Ich hasse den Ausdruck, aber in diesem Fall stimmt es, Kultfilm. Ja?
Insider, den man sich dann immer weiterempfohlen hat. Und jetzt ist er halt ein Superstar-Film. Ja, und jetzt, ich meine, vor allem weil natürlich alle Typen da drin. Und jetzt haben auch noch Elton John und Paul McCartney haben zum Beispiel zugesagt, mitzuspielen. Oh, jetzt bin ich doch, jetzt habe ich doch Interesse. Also Rob Reiner ist ja auch gut vernetzt. Ey, also, Rob Reiner ist auch ein geiler Typ. Der wird halt auch genug Leute kennen. Kennst du This Is Spinal Tap? Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine. Hat er einen deutschen anderen Titel? Nee, der heißt This Is Spinal Tap. Okay. Ist eine Mockumentary über eine damals noch fiktionale Metalband oder Hardrock-Band. Ach der, ja doch. Und weil alle Leute irgendwie doch geglaubt haben, das ist echt, ist diese Band tatsächlich so gesehen ein bisschen entstanden. Und hat dann irgendwie. Die haben auch Spaß und haben sie ein paar Touren gemacht. Ja, genau. Haben sie eine Tour gemacht. Ja, doch, dann weiß ich. Dann kennt ihr Alan Ritchson, das ist der Jack Reacher, beziehungsweise hat jetzt auch bei Fast and Furious. Der Darsteller. Der Bullige. Der erste, von dem ihr sagt, endlich mal ein Typ, der wirklich aussieht wie Jack Reacher. Genau. Mhm. Der spielt jetzt mit Arnold Schwarzenegger zusammen in einer Komödie mit, wo Arnold Schwarzenegger den Weihnachtsmann spielt, der seinen Geschenkesack verloren hat. Keine Lust mehr. Kann ich einfach nur gehen. Und Alan Ritchson muss mit einem Team, muss jetzt diesen Weihnachtssack oder beziehungsweise diesen Geschenkesack wiederholen. Wie pitchst du denn sowas? Keine Ahnung. Wie kriegst du denn da, naja. Und Batman 2 von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle wird jetzt um ein Jahr verschoben. Hm. Da sagt man natürlich, der Streik hat mit dafür gesorgt und jetzt wird der Schedule bzw. der Ablaufplan von Warner ist auch ein bisschen umgestellt worden. Die haben halt verschiedene Filme getauscht und so. Ich habe aber auch hier und da schon gelesen, unter anderem von diesem Insider, Jeff Snyder, wie er heißt, dieser Film-Insider-News-Berichterstatter, dass wohl es auch zu einem Mangel an Soundstages gerade gekommen ist, weil so viele Produktionen halt nach dem Streik wieder ihre Produktionen aufgenommen haben. Und dadurch sind nicht alle Bühnen und alle Studios und so weiter verfügbar. Das heißt, die müssen bei sich drehen, die können nicht zu den Nachbarn gehen und sich da einmieten, oder was? Weiß ich nicht. Das ist ein Quatsch. Geht's da dann um Barry Keoghans Joker? Ist das dann der große Gegenspieler? Das wollte ich auch schon. Dazu ist noch nicht so wirklich fertig. Ist das nicht offiziell? Weil das war meine Theorie, der hat doch jetzt einen Lauf, oder? Ich denke mal auch, dass so. Der hat einen Riesenlauf und vielleicht hat das ein bisschen kollidiert, weil ich bin davon ausgegangen, dass er im zweiten Teil dabei ist als Joker. Ja, dabei würde sein, die haben doch am Ende angeteasert. Die könnte dich fallen lassen. Ja, oder dann noch man weiß Ende? Ja, man, so oft enttäuscht, wie man wird, denkst du, okay, super, das ist ein Teaser und dann passiert nichts. Aber ich gehe davon trotzdem aus. Ja. So, das haben wir an News. Dann habe ich noch einen kleinen Veranstaltungstipp für euch da draußen. Jetzt am Wochenende, ja, für unsere Freunde im Raum Mannheim, da gibt es ein kleines Festival, das Pop-Out-Festival, das sich ganz dem 3D verschrieben hat. Und die haben das jetzt schon, glaube ich, im dritten Jahr machen die das jetzt und machen dann halt aus allen Jahrzehnten und aus allen Genres präsentieren sie 3D-Filme, teilweise auch restauriert. Also wir reden über 80er, grün. Noch weiter vorher. Wir fangen viel früher an. Ach was? Ja. Also jetzt dieses Jahr ist der Schwerpunkt Science Fiction. Und da gibt's dann halt Filme wie zum Beispiel Gefahr aus dem Weltall, It Comes from Outer Space aus 1953 oder Robot Monster von 1953. Wir gehen aber dann halt weiter, zum Beispiel. Aber was denn da für eine 3D-Technik? Das verstehe ich nicht. Naja, zum Beispiel hier die ganz normale. Oder warte, er hat's mir geschrieben. Doch nicht in Schwarz-Weiß-Filmen in den 50er Jahren noch nicht, oder nicht? Nee, die, also, warte. Das ist auf der einen Brille weiß und auf der anderen schwarz und dann wird's 3D. Die zeigen halt Spielfilme aus den 50ern, 60ern, 80ern, 2010, aber auch 3D-Kurzfilme, die bereits in den 1920ern entstanden sind. Ja, interessiert. Natürlich jedoch nicht mehr in analoger Form, sondern in optimaler digitaler 3D-Projektion mit Polfilterbrillen, die, wie er sagt, der Manuel, der mir das geschrieben hat, übrigens auch schon in den 50ern zum Einsatz kam. Aha. Habt ihr mal im Kino der Weisheit 3D gesehen? Wie schlimm das war. Ja. Also ich habe tatsächlich nur ein paar Filme gesehen hier mit Rot-Grün-Brille und möglichst irgendwie in einen bestimmten Winkel gucken. Sonst dann hast du mal gewartet, dass alle 3 Minuten endlich mal das Bild kommt, was dann 3D ist. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, geht über das ganze Wochenende jetzt vom 15. an. Sie zeigen unter anderem auch Space Pirate Captain Harlock, einen Anime-Film, einen computeranimierten, den habe ich auch gesehen, fand ich cool. Und sie zeigen dann zum Beispiel auch Gravity oder Pacific Rim. Leute, da müsst ihr auch hingehen. Wo ist das nochmal? In Mannheim. In Mannheim. In welchem Kino? In Monnem. Im Cinema Quadrat. Oh. So heißt das. Das ist wohl ein kommunales Kino in Mannheim. Tolle Idee. Ja. Letztes Jahr war es Horror. Wie gesagt, jetzt ist es Science Fiction. Und finde ich ein schönes Ding. Finde ich wirklich eine schöne Idee. So, gerade mal auch die alten Filme noch mal in ihrem 3D-Effekt oder beziehungsweise mit dem beabsichtigten 3D-Effekt. Ich wollte gerade sagen, das ist total spannend, wenn das wirklich verantwortungsvoll dann transferiert wurde oder umgemünzt wurde. Dass es wirklich so aussieht, wie es damals angedacht war, stelle ich mir schon spannend vor. Jetzt mit den heutigen Techniken quasi. Gut, so.
News abgearbeitet, Oscars abgearbeitet. Oder sei denn, hat noch jemand, möchte noch jemand irgendwie was loswerden zu dem, zum Thema Oscars oder sonst irgendwas? Wir hätten so zwei Hände. Ja, die Hunde, ja. Ich habe aber gesehen, das haben sie ja schon vorher gemacht, ne? Also nee, eben jetzt nicht. Der neueste, der aktuelle Stand ist, der Hund saß wirklich im Publikum. Ja, der Hund saß im Publikum, aber die Szene, wo er applaudiert, ach ist so, eine ja. Szene, die sie vorher gedreht haben, mit sein. Nur einem kleinen Teil an Publikum um ihn herum. Und dann hat jemand, glaube ich, unter ihm gesessen und hat diese. Aber das Hunde war ja lange Zeit die große Frage, saß er im Publikum oder nicht? Und jetzt er saß im Publikum. Ja, nicht, dass der da irgendwie 4 Stunden. Ich weiß nicht, ob der auch. Also kann ich mir auch. Ist auch nicht geil für den Hund, ne? Ja. Wenn man ehrlich ist. Also, der Hund ist Profi. Beim Ende muss der mal Gassi oder so. Ja, schön fand ich, dass die Tiertrainerin meinte, so halb echt, halb ernst, halb Spaß. Sie hat Angst, dass er jetzt getypecastet wird als Hund, der gerne stirbt. Fand ich sehr schön. Oh, das war sehr herzergreifend, ne? Wie der gestorben. Ups, wir wollen ja nicht. Ja, nee, das ist jetzt zu spät. Naja. Sie hat's gesagt. Ja, aber sie hat's nicht ganz so gesagt. Gut, egal. Wir springen zu den Kinos. Wir springen zu den Kino-News, genau, beziehungsweise zu den Neustarts. Hier ist unser. Was wolltest du? Ja, stimmt. Was? Nein, wir sind fertig, sorry. Ihr seid fertig? Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass ich gar nicht gespoilert habe. Gut, siehst du. In dem Sinne, hier sind die Neustarts für diese Woche. Bild. Ja. Mhm. Finde ich so ein cooles Bild. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde gerne erst schnell mal die Mediatheken und Streaming-Tipps kurz abhandeln. Ich glaube, die können wir alle ein bisschen schneller behandeln. In den Mediatheken unter anderem haben wir einen Western-Klassiker, 2 Rechnen ab mit Burt Lancaster und Kirk Douglas, meine ich, die hier die Geschichte von White Earp und frag mich nicht zum Thema Cowboys. Nee? Nee. Doch. Wie heißt er denn? Sundance, Doc Holliday. Doc Holliday. Er rettet, also White Earp rettet Doc Holliday, weil er irgendwie sich mit einem anderen Revolverheld angelegt hat. Und daraufhin sagt Doc Holliday dann zu, als White Earp sich mit jemand anderem anlegt. So. Und wirklich, ist das ein Kultfilm oder so? Naja, was heißt Kultfilm? Aber es ist schon ein wie sagt man, ein solider, nennenswerter oder erwähnenswerter Western Eintrag so. Er erzählt es vielleicht nicht zu den ganz Großen, aber er ist jetzt auch nicht der ganz Kleine. Also er ist schon wirklich, hat eine Bedeutung. Okay. Ja, es gibt aber auch von der Geschichte natürlich deutlich mehr Filme. Tombstone mit Kurt Russell, White Earp mit Kevin Costner. Also ich hab nur das Problem, guck mal, in den 50er, 60er Jahren wurdest du, 40er, 50er, 60er, wurdest du erschlagen mit diesen ganzen dämlichen, langweiligen, pathoshaften Cowboy-Filmen. Und ich mochte das halt noch nie. Deswegen. Es ist eine Ausnahme, dass ich halt so einige Filme dann trotzdem. Okay, ja, dann wird das wahrscheinlich John Sturges, wird wahrscheinlich eher so für dich sein. Aber vielleicht ist ja The Missing ein Western, der. Ich habe viele Western, fällt mir jetzt gerade mal auf. 3 Western und 2 Horrorfilme, na gut. The Missing, Cate Blanchett und Tommy Lee Jones unter der Regie von Ron Howard, der hier der schwarze Falke nochmal in seiner eigenen Version erzählen wollte. Andy. Aber ich meine, 10 Jahre? Nein, 1900, weiß ich nicht. Aber die sieht doch gar nicht so jung aus da, die Kate. Und ist das, ich weiß es nicht, Andi. Ich weiß es wirklich. Ist auch nicht wichtig. Ist es, glaube ich, noch Ende 90er? 2003. Okay. So. Ja, sie lebt auf der Farm, entfremdet von ihrem Vater. Der Vater hat mal irgendwann gesagt, ich möchte bei den Indianern leben. Seitdem hat sie irgendwie keinen Bock mehr auf ihn. Er kommt jetzt aber eines Tages wieder und versucht bei ihr irgendwie unterzukommen, woraufhin sie sagt, nö, will ich nicht. Aber dann taucht halt eine Bande von irgendwelchen Banditen, gemischt aus Native-Amerikanern und halt zugezogenen Amerikanern, und entführen ihre Tochter. Zugezogene Amerikaner. Ja, sind sie ja damals. Ja, ist richtig. Also, Ausdruck. Und entführen halt ihre Tochter, weil sie die halt in Mexiko oder über die Grenze nach Mexiko bringen, um sie da zu verkaufen. Also sie wollen sie dort verkaufen. Hört. Und jetzt macht sich halt Cate Blanchett zusammen mit ihrem Vater auf die Jagd nach
dem, nach den Entführern ihrer Tochter. Rachel Evan Wood spielt die Tochter unter anderem als kleiner Familienfilm. Ja, kleine Familie. Okay. Ja, aber wie gesagt, bis auf so ein paar spirituelle Elemente, die immer wieder durch den Vater, durch Tommy Lee Jones mit eingestreut werden, finde ich den eigentlich echt gut. Also, wenn es Ron Howard gemacht hat, würde ich sagen, das handwerklich zumindest ist auf jeden Fall solide. Inhaltlich ist es okay, spannend oder so. Ja, kann man machen. Okay. Dann ein Film, der mir persönlich ein bisschen mehr am Herzen liegt, oder beziehungsweise der mir persönlich am Herzen liegt, aber er ist nicht unbedingt der beste Western, den es gibt. Blaze of Glory! Ja, Blaze of Glory, Flammen der Ruhm, Young Guns 2 erzählt hier weiter die Fortsetzung der, sag ich mal, MTV Billy the Kid Cowboys. War ich Fan damals von den beiden Filmen. Großartig. ich fand das so toll. Emilio Estevez, Lou Diamond Phillips, Kiefer Sutherland, Christian Slater, alle die ganzen Jungstars von damals stellen hier Billy the Kid und seine Bande da und erzählen halt Abenteuer. Und hier Teil 2 mit einem ganz großartigen Soundtrack von John Bon Jovi, den ich immer wieder groß. Ich muss gestehen, ich fand, das war das letzte Mal, dass ich Bon Jovi toll fand. Ich auch. Weil in den 80ern mochte ich die sehr und dann wurden sie jetzt diesen Schmuse-Scheiß. Hier Bed of Roses, so war für das war für mich so ein bisschen der Ausstieg. In a bed of roses. Ja. So, dann haben wir einen klassischen japanischen Horror, Ringu, beziehungsweise Leute, The Ring, das Original. Ihr könnt alle immer erzählen, wie toll das Remake ist, ne? Gore Verbinski, ne? Das Ding ist eine der ganz, ganz, ganz wenigen Horror, ich würde eher sagen Gruselfilme, da konnte ich irgendwann nicht mehr hingucken. Ich habe mich so gefürchtet. Ich habe den nämlich geguckt, bevor, also als ich hörte, dass es davon ein Remake geben würde, und dann habe ich mir den angeguckt, weil ich finde das ganz toll. Hatte da meine 2 Jahre so Asia-Horror. Und das Ding, vor allem das Ende, wenn sie dann in langsam, naja, jeder kennt doch die neuen, oder nicht? Ist egal, zählt sich. Okay. Das heißt, du hast das Remake gesehen und warst im Asia-Horror drin und trotzdem hat er dich geschockt. Ja. Das ist doch schon außer. Der und Kairo. Kairo ist das mit eines der unheimlichsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Kennst du das Original? Ja, yeah, das Original kenne ich ja. Aber du bist beim Remake, ne? Für mich ist ja, also das Ring-Remake ist ja mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Ich finde den super. So ist es nicht, aber ich fand den weitaus unheimlich. Und ich finde es halt auch so schön, wie Gore Verbinski, jetzt reden wir über das Remake, aber Gore Verbinski aus dem halt seine ganz eigene Vision gemacht hat, ohne auch nur den Anspruch. Ohne auch nur den Anspruch, das in irgendeiner Form zu kopieren. Und das Original hat eine ganz andere Atmo, finde ich. Also auch intensiv so, aber eine ganz eigene Atmosphäre. Also sollte man mal. In der Tele5-Mediathek. In der Tele5-Mediathek. Gar nicht auf dem Schirm. Ja, ey, Tele5-Mediathek ist wirklich immer wieder gut für eine Überraschung. Ist häufiger mal hier bei dabei, ne? Ja. Deswegen, so. Und dann haben wir noch in der ARD-Mediathek ICU, zu dem möchte ich nicht wirklich viel sagen. Das, du hast mich, glaube ich, ein halbes Jahr lagst mir in den Ohren, sagst du, guckst du den mal an. Und dann habe ich mir den irgendwann angeguckt und ich sage, okay. Du wolltest nämlich nicht erzählen, warum es da geht. Ja, als dann die Ananas von da oben runterfällt, die Szene, puh. Genau, das mit dem Klavier dann im Hinterhof, das war toll. Aber ja, ey, man kann wirklich nicht viel zu dem erzählen. Es geht um eine Familie, bei der ist nicht alles ganz grün. Die Mutter hat eine Affäre, der Vater ist Polizist, beschäftigt mit dem Entführungsfall von Jugendlichen. Und der Sohn leidet unter den elterlichen Spannungen und muss aber feststellen, dass im Haus auch irgendwas nicht ganz grün ist. Oh Gott, Horror hast du gesagt. Ey, wie gesagt, ich will nicht zu viel sagen, aber wenn du ihn noch nicht gesehen hast, guck ihn dir bitte unbedingt an. Ja. Der Film ist so untergegangen, er macht so Spaß. Er hat plötzlich, er hat ein plötzliches Aha-Erlebnis, wo du denkst, ach du Scheiße. Mhm. Aber schaffst dann weiterhin, die Spannung aufrechtzuerhalten, weil dann immer noch eine Menge erzählt wird. Also, ganz tolles Ding. Okay, erst in die Tele5-Mediathek und dann die ARD-Mediathek und dann ist der Horrorabend. Ja. Hast du auf jeden Fall schon Horror. Also ich würde, Bist du horroraffin? Oder? Nein. Okay. Aber den ICU kannst du dir echt mal angucken. Ja, das ist eher Thriller als Ringo ist echt nicht teuer. Aber wenn er das macht ja nichts, das reicht doch, wenn die Effekte brauchst da sind. Überhaupt nicht. Ja. Brauchst du überhaupt nicht. So. So unheimlich. Weiter geht's. Streaming. Was haben wir? So, wir haben Taylor Swift, The Eras Tour, ist jetzt auf Disney Plus erhältlich. Endlich. Nachdem der Konzertfilm im Kino schon ein echter Riesenhit war. Ja, kann man jetzt auf Disney Plus gucken. Fast 3 Stunden geht das Ding. Ich glaube, ich werde mir den nur deshalb angucken, weil mich der Hype interessiert. Das reizt mich auch, aber ich bin trotzdem, eigentlich will ich mich dagegen versperren, weil ich bis heute nicht verstehe. Also keine Swifties unter uns. Okay, keine Swifties? In Ordnung, weil ich verstehe den Hype. Ich habe das noch nie verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass die Songs so beliebt sind und populär sind. Ich verstehe nicht, dass alle sie so lieben. Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe nicht, dass das so unglaublich durchgestartet hast. Ich meine, sie ist der größte Star der Welt aktuell. Sehe ich das richtig? Aber darauf einigen sich halt viele und dann kommen immer mehr dazu, weil halt viel über sie gesprochen wird. Es ist halt solide. Ja. Sorry, Swifties.
So, dann haben wir zwei Filme, die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, die waren schon echt oft Thema hier. Le Mans 66 gegen jede Chance oder Ford vs. Ferrari. Für jemand, der den Ferrari-Film gerade auf Amazon geguckt hat, ist es schön zu sehen, denn diese Geschichte spielt so ein bisschen halb parallel eben dazu, erzählt aber tatsächlich dann eben aus der Perspektive von Henry Fords Firma oder halt eben von Carroll Shelby und seinem Rennfahrer. Und der bessere Film. Ja, ist auch der bessere Film. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Sonne und Beton, die Verfilmung des Romans von Felix Lobrecht. Oh, auf Sky, shit. Auf Sky, ja. Du hast ihn immer noch nicht gesehen? Nein, immer noch nicht. Ich will ihn unbedingt sehen. Hast du ihn? Ich habe ihn, gebe ich dir. Okay. Auf jeden Fall, ey, anschauen. Super. Vier junge Kids in der Gropiusstadt schlagen sich durch die Grausamkeiten des Alltags und durch die Schwierigkeiten des Alltags und schulden jetzt einer Gang quasi 500 Euro, was sie versuchen, durch den Diebstahl von Computern für die Schule wieder reinzukriegen. Und wer kein Sky hat, kann sich auch das Buch angucken. Ja. Könnt ihr auch lesen. Ey, sogar eine Graphic Novel. Echt? Ja. Ja, aber da muss der Stil einem gefallen auch. Das stimmt. Das stimmt bei Graphic Novel. Ja. Aber ey, toller Film. Toller Film. Gucke ich immer wieder gerne. Ich bin sehr gespannt drauf. Und freue mich drauf. So, dann noch mal ein kleiner abseitiger Tipp, aber damit Vorsicht zu genießen, weil es ist halt auf Amazon Freebie. Das heißt, es wird von Werbung unterbrochen. Aber für die Horrorfreunde, wer ihn noch nicht gesehen hat, bitte The Medium unbedingt anschauen. Ist von dem Regisseur, der auch schon Shutter gemacht hat. Ein thailändischer, glaube ich, Film. Der Regisseur heißt Es ist ein schwieriger Name. Pisantanakun. Der hat schon Shutter gemacht und jetzt, wie gesagt, Medium hat er auch inszeniert. Drehbuchautor oder beziehungsweise Co-Drehbuchautor war Na Hong Jin, der unter anderem The Wailing gemacht hat, ein Horrorfilm aus Korea, den wir auch schon hier besprochen haben, auch ein großartiges Ding. Die beide haben hier auch wieder so eine Mischung aus Mockumentary und halt Übergang zu eigentlichem Film, haben sie einen Film gemacht über ein Dokumentarteam, das geht in ein kleines Dorf, um eine Schamanin bei ihrem Alltag zu beobachten. Und die stellt fest, dass ihre Nichte eines Tages plötzlich ganz komische Verhaltensweisen an den Tag legt. Und sie geht davon aus, dass ihre Nichte von einer alten Naturgöttin besessen wurde. Und was halt anfängt wie eher eine lustige Mockumentary oder Documentary, so, wo halt wirklich noch ein bisschen Humor mit einfließt, wird irgendwann immer schlimmer, immer unheimlicher und greift halt echt mehrere Genres ab. Also wir haben hier sowohl das Exorzismus-Genre, aber halt Zombies kommen später auch noch mal vor, es wird saftig, es gibt Jumpscares, also was die da machen, wie sie halt alle möglichen Mittel des Horrorfilms miteinander, oder sehr viele Mittel des Horrorfilms miteinander kombinieren, großartig. Ich habe den Film im Kino gesehen, das war halt mein Vorteil, da war ein Jumpscare drin, der hat mich so sehr verjagt, dass die Bank, dass ich die so 2 Meter nach hinten geschoben habe, auf der ich geguckt habe. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich saß da mit meinem Kollegen, mit André, saß ich auf dieser Bank und dann kommt dieser Jumpscare und wir sind beide instinktiv so nach hinten gezuckt, dass die Bank so, oder lass es 1 Meter gewesen sein, aber auf jeden Fall, dass wir die Bank im Kino während der Vorstellung so 1 Meter nach hinten geschoben haben, ja, weil es halt wirklich einfach ein richtig guter Jumpscare war. Und ja, kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Aktueller, oder was? Aktuell, ja, relativ. Super. Also 2, 3 Jahre alt. Bin ich gespannt. Ja. Guck ich mir an. So, und dann haben wir noch einen weiteren einsame Männerfilm von Paul Schrader in der, bei Sky. Master Gardener ist jetzt so sein Abschluss seiner einsame Männer für ein Tagebuch-Trilogie, die mit First Reform begann, über Card Counter dann weiterging und jetzt hier mit Master Gardener seinen Abschluss findet, der deutlich versöhnlicher ist als bisher oder bislang gewohnt von Schrader. Ist er positiv auf seine alten Tage? Er ist ein bisschen positiver. Es geht hier um einen, ja, um einen Gärtner, der lebt im Garten oder ja doch, er lebt halt so gesehen im Garten einer Millionärin und kümmert sich halt um diesen Garten mit mehreren Leuten. Man erfährt, es gibt größere Auktionen, wo $100.000 umgesetzt werden und so weiter. Also das ist alles schon eine groß angelegte Anlage. Er schreibt halt sein Tagebuch, hat sich richtig tief in die Materie des Gärtnerns eingearbeitet. Aber dieses strenge, kontrollierte Leben wird wie immer ein wenig aus der Bahn geworfen, wie so immer bei Schrader. Denn plötzlich kommt das junge Leben ins Spiel. Diese Millionärin, gespielt von Sigourney Weaver, hat eine, ich glaube, Großnichte namens Maya. Bisschen problematisches Umfeld, bisschen problematische Familiengeschichte. Die kommt jetzt in diesen Garten und soll dort eine Ausbildung als Gärtnerin kriegen. Eben von dem Joel Edgerton gespielten Charakter. Und das wirft sein Leben so ein bisschen aus der Bahn. Denn wie so oft bei Schrader, wie bei Taxi Driver, wie bei First Reformed oder auch bei Card Counter, dieser junge Mensch, dieser beschützenswerte Mensch
ruft noch mal neue Impulse in diesem Mann hervor, der eigentlich früher ganz anderen Impulsen gefolgt ist, was ich aber nicht jetzt verraten möchte. Ich finde, das war eine überraschende Szene in diesem Film und das hat die, sage ich mal, Figur noch mal etwas spannender gemacht, beziehungsweise war ich ab diesem Moment dann doch gespannt, wie dieser Film verläuft. Ich muss dazu sagen, er verläuft so hundertprozentig, wie man es von Schrader gewohnt ist. Ja, es ist wirklich alles, alle Versatzstücke, es ist schon. Ich finde schon teilweise, sich mittlerweile. Ja, es ist schon teilweise an der Karikatur, also an der eigenen Persiflage dran. Ja, also diese Vergangenheitssache, die er hat, die fand ich schon spannend und auch interessant, vor allem, wenn man eben die ganzen Figuren sich dann auch ansieht. Aber das, also ich habe den ja auch, ich fand den echt, wie du sagst, passiert einfach nichts, was man nicht erwartet hat. Es wird noch versöhnlicher. Ich fand den unheimlich dröge. Ja. Da war schöne Parkanlagen. Okay, wer gerne Blumen mag, das Intro, schöne Blumen. Ist auch. Ja, aber hier, den fand ich echt. Na ja. Okay, ich habe mal eine Frage. Wo kriegt Paul Schrader immer noch sein Geld her? Du, aber die Filme kosten nicht viel. Ich meine, was hat der da? Der hatte diesen Garten als Location, dann fährt er noch einmal durch eine Straße und das war's dann aber auch. Ja, aber erinnere dich mal vor, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren hat er The Canyons gedreht mit Lindsay Lohan. Ja, bei der Katastrophe. Gab es diesen Riesenbericht dazu vom Reporter, der dabei war, was ich super interessant fand. Aber da merktest du auch schon so zwischen den Zeilen, der kriegt eigentlich kaum noch irgendwie Produzenten, die ihm irgendwas geben. Ne? Der kämpft um jeden Pfennig. Und ich wundere mich, ich meine, das ist ein Kultstar, ist klar. Und der konnte oder kann auch was. Aber ich würde ihm auch kein Geld geben, wenn ich mir so die letzten 5, 6 Dinger von dem angucke. Ja, aber naja, wieso? Also ich fand First Reformed und Card Counter fand ich beide starke Filme. Card Counter ist okay, aber ist jetzt nicht, dass du sagst, wow, das ist ein Paul Schrader-Film. Ich fand schon, das ist. Am Moment, das ist der Card Counter mit Oscar Isaac. Oscar Isaac, der neue, okay, ich habe den verwechselt mit einem anderen. Ja, 20 Jahre. Also First Reformed und Card Counter, wie gesagt, die Versatzstücke sind so gleich, die Dialoge sind so gleich, die Einflüsse oder die Elemente da drin, die sind alle so gleich. Und hier bei Master Gardener, wie gesagt, fand ich schon fast manchmal eine Parodie. So. Hm. Ich muss aber trotzdem sagen, mich hat er wieder gefesselt. Ey. Ich weiß nicht warum. Ey. Ich kann bei diesem Film, also bei ihm, ich komme da rein, ich gucke mir das an und irgendwann denke ich, ja, okay, ich will jetzt aber das. Das ist wie so eine Bukowski-Welt. Ja. Weißt du, da kommst du rein, denkst du, was ist das denn eklig? Aber nach 5 Minuten bist du da so tief drin in dieser schmierigen Gasse. Ich kann das, aber ich kann deine Empfindungen vollkommen verstehen. Wirklich. Ich habe das jetzt gerade 3-mal so gesehen, in kürzester Zeit hintereinander gesehen. Und ich verstehe es ja selbst nicht, warum mich das schon wieder fasziniert hat. So, ich habe es auch bei Card Counter schon. Auch ein bisschen mit dem Schauspiel. Also Joe Edgerton, ich finde, der passt da auch gut rein. Ja. Aber irgendwie, ich habe den immer noch völlig dummerweise als von seiner Minirolle in Star Wars abgespeichert. Das ist für mich immer der Lauchstiebvater von Anakin. Ja, Onkel Owen, genau. Ja. Das ist für mich, sorry, den kriegt er einfach nicht weg daraus. Ja, ist ein bisschen gemein, ja. Aber es, ja, ich kann nicht nachvollziehen. Aber ich, wie gesagt, ich konnte mich da wieder reinfinden, so in das ganze Ding. Hm. Gut, damit wären wir bei den Kinostarts für diese Woche. Und ja, bei einem Film, der ist mir völlig untergegangen. Es ist auch kein richtiger Film, sondern es sind 2 Filme. Es sind die Almodóvar Shorts. Hm. Wir haben uns mal den Trailer angeguckt zu Strange Ways of Life und der wird zusammen gezeigt mit Human Voice. 2 Kurzfilme von Pedro Almodóvar. Cool. Der erste ist ein Western, wo Pedro Pascal als Cowboy oder als Revolverheld nach langen Jahren zu seinem Freund Ethan Hawke zurückkehrt, um mit dem über gewisse Sachen zu reden und Ethan Hawke merkt irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Und der andere ist, Tilda Swinton sitzt in ihrer Wohnung und wartet darauf, dass ihr Mann, von dem sie sich gerade frisch getrennt hat, oder ihr Partner, von dem sie sich gerade frisch getrennt hat, sich meldet oder wieder zurückkommt. Während sie halt versucht, sich umzubringen, ein schickes Abendkleid anzieht. Okay, ich guck mir den an von den beiden. Naja, wie gesagt, du musst halt beide in einem gucken. Ach, schade. Ja, der ist mir halt durchgerutscht. Wir hatten, wie gesagt, diesen Trailer mit Pedro Pascal, den hatten wir hier mal gezeigt. Aber ja, das sind halt nur 2 Kurzfilme. Der eine ist von 2023, der wurde in Cannes aufgeführt, und der mit Tilda Swinton, die halt auf ihren Mann wartet und dabei von ihrem Hund die ganze Zeit irgendwie treu doof angeguckt wird, der ist von 2020. Und wieso muss man die zusammen gucken? Weil die werden halt zusammen gezeigt. Ach so, okay. Das ist so, aber es ist nicht so, dass es irgendwie so eine Verbindung gibt, das wertet. Nein. Ach so, das dachte ich jetzt. Nee. Es ist einfach der gleiche Hund. Man hat sich gedacht, okay, Almodóvar hat hier 2 Kurzfilme gemacht, okay, die so ein bisschen roundabout 30, 40 Minuten länger haben, die können wir halt dann auch als einen Krass, dass der dann auch mal Bock auf sowas hat, ne? Ja. So, dann haben wir jetzt bin ich verrutscht. Dann haben wir Miller's Girl. Regiedebüt von einer jungen Frau über eine junge Frau, die in einer Kleinstadt lebt.
Und tochterreiche Anwälte ist, die nie zu Hause sind. Deswegen ist sie fast immer allein und deswegen liest sie viele Bücher. Aber zum Glück hat sie jetzt einen neuen Lehrer, dargestellt von Martin Freeman, der ihre, sage ich mal, Fähigkeit für Worte und Poesie entdeckt und sie jetzt fördern möchte. Ihre Leidenschaft. Ihre Leidenschaft. Für Feigenspalten. Ein Riesentalent ist. Denn er ist selbst ein gescheiterter Schriftsteller, der jetzt halt als Lehrer arbeitet. Und zwischen den beiden, wie ich es jetzt so gelesen habe, entwickelt sich eine knisternde Spannung. Und Antje und ich haben diesen Film, glaube ich, nur so 10 Minuten gesehen. Ich habe ihn fertig geguckt. Du hast ihn fertig geguckt? Ich habe ihn zu Hause noch fertig geguckt. Ja. Okay, dann, ich habe leider jetzt anhand des Screeners, den ich bekommen habe, nur die ersten 30, 40 Minuten gesehen oder sehen können und habe anhand denen dann echt feststellen können, nee, Freunde, das ist nichts für mich. Bis zu dieser Szene bin ich gekommen. Und das ist ungefähr nach 30, 40 Minuten im Film. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, denn da sind Teenager, die reden. Noch schlimmer ab da. Ja, die reden. Also wirklich, da gibt es eine Szene, da sitzt Jenna Ortega mit ihrer Freundin auf dem Bett und sie reden darüber, welchen der Lehrer sie doch gerne verführen wollen würden oder von wem sie gerne verführt wollen werden, wollen möchten. Und die Freundin von ihr erzählt da Sachen und Wörter, wo ich mir dachte, nee, Mädchen, beim besten Willen nicht würdest du so einen Quatsch erzählen, wenn ich dich vorher sehe, dass du irgendwie da reinkommst und sagst, it's Chicken Burger Time, Cheaper Coca Time, bla bla bla. Tut mir leid, das fand ich alles sowas von aufgesetzt. Ist es eine Altersfrage? Nein. Finden das 16-Jährige Der irgendwie Film, spannend? Der wirbt mit irgendeiner Erotik und man sieht im Trailer ja auch, wie er, ich weiß nicht, ob man den da auch sieht, wie Martin Freeman sie so übers Bett beugt von hinten und das ist die erotischste Szene im ganzen Film und mehr passiert da gar nicht. Ach, das eben. Das ist, der will so eine Mischung aus intellektueller Leidenschaft und esoterischer Leidenschaft, schmeißt dann noch ein paar Fäkalwörter rein und was du eben meintest, was die zwei haben, dieses, es ist jetzt kein, ich will jetzt ja nicht spoilern, aber Martin Freemans Rolle lässt sich da auf was ein und du denkst die ganze Zeit, okay, der weiß, worauf er sich einlässt und dass er spielt und dann passiert am Ende, was am Ende halt passiert bei sowas und dann tut die Rolle so, als hätte sie gar nicht damit gerechnet, was hätte passiert. Oh, sowas, also die stimmt, ja. Seine Ehefrau ist total sexuell überzogen, sie läuft die ganze Zeit in Dessous rum und so einem dünnen Dings drüber und dann am Ende dreht die sich um 180%, wenn der Film es gerade braucht und ist dann völlig gegen Sex und alles. Sie sagt die ganze Zeit, oh, du hast ein kleines Mädchen, das du magst, finde ich ja toll und am Ende, hä, du hast ein kleines Mädchen, das du magst, das finde ich ja richtig scheiße. Der Film ist überhaupt, er ist nicht sexy, er ist nicht gut erzählt, die Rollen verhalten sich so, wie es das Drehbuch es gerade braucht. Ich fand den richtig scheiße, sorry. Und ich mag Martin Freeman und Jenna Ortega, gegen die habe ich auch nicht. Ja, also ja, das, ich auch nicht so. Das Problem an dem Film, finde ich, ist, dass er auf der normalen Ebene ja schon irgendwie eine Rachegeschichte erzählt. Aber das kommt doch ganz, das ist irgendwie so zweitrangig. Ich habe nur das Gefühl, dass die Inszenierung das auch ist. Also erst auf der Metaebene fühlt er sich auch an wie eine Rachegeschichte von einer, ist eine Filmemacherin, hast du gesagt, ja, ne? Als ob die so genau das erlebt hat und jetzt sagt, so, und jetzt drücke ich dem Typen von damals noch diesen Film rein. Und deshalb wirkt er insgesamt so. Ach, based on a true story oder sowas? Nee, das nicht, aber der wirkt so unsympathisch, dieser Film. Also ich finde ihn, ich muss sagen, ich fand ihn sehr schön von der Optik. Und ich konnte mich auch zeitweise auf die Art zu reden einlassen mit dem Gedanken, okay, ja, ihr wollt hier Literatur auf die Leinwand bringen, so. Aber dann wirkt er in allem, er läuft auf nichts hinaus gefühlt. Das, was am Ende halt von ihr beabsichtigt ist, das ist total billig. Also ich finde, das wird auch der Charakterisierung der Figur überhaupt nicht gerecht dann im Vorfeld. Und was du schon sagst, also auch dieses extrem naive von einer erwachsenen Person, das ist so naiv, wie es die Story benötigt, aber am Ende läuft halt alles auf gar nichts hinaus. So. Ja, und auch du sagst, die Schüler, das hat gestört, wie die Schülerin sexuell über die Lehrer spricht, aber auch die Lehrer sprechen über die Schüler, als wäre das ganz normal, dass man Nacktfotos kriegt und dass die mit einem flirten. Ja, ja, ey. Ja, als wäre das anerkannt, aber gleichzeitig passiert in dieser Welt, ist es dann trotzdem ein Problem, dass das passiert. Ja. Da gab es ja diese Szene, wo sie die Bücher fallen lässt, damit der Sportlehrer ihr da irgendwie hilft oder so und er sagt dann noch, oldest trick in the book oder irgendwie sowas.
Ey, es klingt alles nicht so ganz sympathisch. Ja, mein Kollege meinte auch, er wusste nicht, ob der Film sich selbst verarscht oder ob das ernst gemeint ist. Das war mir am Anfang, am Anfang dachte ich auch so. Das wäre ein interessanter Ansatz. Ja, das wäre ein interessanter Ansatz, aber den habe ich am Anfang nicht wirklich erkannt. Und ich meine, sie läuft am Anfang schon aus ihrem Haus raus und dann geht's schon los mit so einem Off-Text, der sie einmal komplett erklärt. Ich bin das arme kleine Mädchen in der Kleinstadt, das sich nach Liebe sehnt und Aufmerksamkeit und was weiß ich so, ja. Es klingt wie ein Klischee. Ja, es ist ein Klischee, du musst es nicht aussprechen. Wir haben es schon verstanden, so, ja. Ich bin tot für meine Eltern. Ja, Mann, Mann, Mann. Ey, also, als hätte. Ja. Und allein in einer Riesenvilla. Und dann sitzt sie immer allein an einem Pult vor ihm und alle anderen sitzen normal am Pult und sie sitzt als ist so. Ah, das klingt alles so richtig uncool. Also keine Empfehlung, ja, gut. Ja, so. Imaginary. Mhm. Erzähl kurz, ein Teddy wird böse. Chauncey. Ja, es geht. Hast du ihn gesehen? Ich weiß, um was es geht. Ach so. Ja, es geht um ein junges Mädchen, die gerade zu Hause mit ihrer Stiefmutter so ein bisschen bondet und generell so ein bisschen im Leben klarkommen muss, nachdem sich die Eltern getrennt haben und so weiter. Und dann findet sie im Keller, natürlich, wo sonst, einen alten Teddybären, Chauncey. Und der ist ab sofort ihr ständiger Begleiter und zunächst hilft er ihr halt so ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken, tröstet sie und so weiter. Und dann fängt er aber an, mit ihr eine Schnitzeljagd zu spielen, wo sie zunächst noch etwas Glückliches zum Beispiel sammeln soll. Ist es irgendwann etwas, was mir wehtut? Und daraufhin entspinnt sich so eine Horrorgeschichte über Imaginary Friends. Also irgendwie scheint das jetzt gerade angesagt zu sein, weil ja jetzt auch demnächst dieser If kommt mit Ryan Reynolds. Da geht's ja auch um imaginäre Freunde so. Und es ist jetzt nichts, was in irgendeiner Form erwähnenswert wäre, was zum Beispiel den Shock-Value angeht oder keine Ahnung, dass man da irgendwie große Kapriolen erwarten sollte, die man in einem Horrorfilm noch nie gesehen hat. Aber ich muss sagen, insgesamt fand ich den solide auf einem Niveau, wie wir damals über Megan gesprochen haben. Just another Blumhouse wahrscheinlich, oder? Ja, aber jetzt nicht auf einem Niveau von Ouija beispielsweise, sondern ich wäre jetzt halt eher so in einer Riege von Megan zum Beispiel. Der Mann hat ja vorher, was hat er gemacht? Ja, der hat Wahrheit oder Pflicht, ne? Ja, diesen und auch diesen auch Fantasy Island. Also da ist der hat Fantasy Island gemacht? Ja, ui. Also das ist auf jeden Fall im Anbetracht dessen, was der vorher mal ist, ist es schon eine sehr große Steigerung. Okay. Gegen Ende hin geht's in so eine Richtung, wo man merkt, okay, irgendwie stellt er gerade Regeln auf, die er selber nicht versteht. Das ist so ein bisschen schade. Was einige an ihm kritisieren, was ich aber als Pluspunkt aufgefasst habe, der lässt sich halt am Anfang sehr viel Zeit. Wo ich jetzt in Kritiken schon gelesen habe, so sinngemäß, der kommt nicht zu Potte. Aber ich habe es ehrlich gesagt mal genossen, in einem Blumhouse-Film zu sehen, dass man die Figuren und so weiter erstmal einführt. Und ich finde ja auch immer die Konstellation einer Patchwork-Familie als Zentrum einer Geschichte, finde ich persönlich immer sehr interessant. Und daher, ich habe mich nicht einmal, es hat mich nicht schockiert, es hat mich jetzt nicht großartig gegruselt, aber ich fand ihn insgesamt als auch gerade so Einsteiger-Horrorfilm, konnte ich mir den gut angucken. Gelangweilt habe ich mich auch nicht. Okay. Und deshalb, ich fand ihn okay. Was ich da gehört habe, also dass er halt nicht mit, dafür, dass er Imaginary heißt, spielt er halt nicht viel mit Imagination jetzt, schön das, eingedeutscht. Na, das macht er halt so auf die letzten 20 Minuten volle Kanne. Mhm. Aber er stellt, wie gesagt, er stellt keine Regeln dafür auf. Das heißt, das wirkt dann so, wir haben hier noch diese Sache mit den eingebildeten Freunden von Kindern und Fantasie. Macht daraus, was ihr wollt. Mhm. Und das ist halt sehr schade, weil der hätte auf der Zielgeraden hätte noch richtig, richtig gut werden können. Aber wie gesagt, okay. Ja, in Amerika haben sie ja den Trailer anscheinend dafür gezeigt, nur Geräusche, sodass du dir wirklich alles selbst vorstellen konntest, das was ist da passiert. Idee. Und dann habe ich mir danach, wollte ich mir den Trailer dazu angucken, auf YouTube, direkt, was man nur am Trailer kurz am Ende sieht, als Thumbnail für den Trailer, ist schon das Monster, wie Chauncey halt am Ende aussieht. Oh, toll. Und das finde ich so eine komische Entscheidung, das ist doch konträr von diesem ersten US-Trailer. Da bin ich aber, ich habe den Trailer nicht gesehen, da bin ich aber, würde ich jetzt gar nicht, also den müsste ich mir mal angucken, weil ich mir vorstellen kann, dass es da doch gar nicht Chauncey ist. Es gibt einige Wesen, vielleicht haben sie da irgendeins von den anderen genommen. Okay, aber es ist halt so ein riesiges Monster-Viech als Thumbnail. Ja. Vielleicht wird er sich verwandelt. Vielleicht. Ja. Gut, so. Also es wird jetzt da draußen wahrscheinlich niemanden vom Hocker hauen. Ja, das ist, glaube ich, klar. Dann, was haben wir noch? Ach komm, ich zieh den jetzt mal vor, weil ich finde, das ist der vierte Teil, Kung Fu Panda 4. Ich weiß nicht, was muss man da noch groß erzählen? Also ja, Po ist jetzt der spirituelle Führer des Tals,
Ja, also er ist nicht nur der Held, sondern sondern er ist halt Krieger. Derjenige, der das Tal auch halt wirklich seinen geistigen Einfluss geben soll, was für ihn natürlich komplett überfordernd ist, beziehungsweise womit er halt überhaupt nichts anfangen kann. Aber dann kommt es, ein neuer Gegner taucht auf, das Chamäleon. Das Chamäleon kann sich unter anderem in alle möglichen, sag ich mal, Formen und Wesen verwandeln, aber gleichzeitig hat es jetzt eine Möglichkeit gefunden, alle Erzrivalen von Po aus dieser, soll man sagen, Jenseitswelt zu ziehen, um ihre Kampfkünste zu übernehmen. Und mit dem Vereinnahmen aller möglichen Kampfkünste möchte sie halt die Herrschaft über das Reich erlangen, was natürlich Po verhindern will. Und dafür steht ihm ein kleiner Fuchs zur Seite, der sich eben in dem Reich oder in der Stadt, in der das Chamäleon lebt, bestens auskennt. Gesprochen von Awkwafina. Ja, und das ist leider halt schon wieder das erste große Manko an diesem Film. Weil selbst wenn du es nicht weißt, ist dieser Fuchs wie Awkwafina. Ich habe an der deutschen Synchro erkannt, dass es im Original Awkwafina ist. Echt? Ist ich dann die Synchronstimme von Awkwafina oder wie haben sie es dann gemacht? Müsste sie sein, ja. Aber ich habe so von der ganzen Art, ich habe mich nach 5 Minuten rübergebeugt und meinte, wetten wir, dass am Ende Awkwafina im Abspann steht. Und wie gesagt, es war die deutsche Fassung. Also ich mag sie, wie sie so. Ich mag einfach ihre krassige Stimme. Ich finde, die hat was. Aber klar, wenn du sagst, wenn du halt, wenn Awkwafina als Schauspielerin, wenn sie dann nur sich spielt, alles überlagert, könnte es halt problematisch sein. Ich fand's bei, wie hieß der, Raya? Raya, ja, Ariel. Fand ich wirklich, jedes Mal, wenn sie dabei ist, dann nehmen diese Figuren deutlich mehr von ihrer Person oder dann werden diese Figuren auch deutlich näher an ihre Person gestaltet. Ist ja okay, kann man machen. Ich habe halt ein Problem damit. Deswegen ist das für mich immer ein Störfaktor inzwischen, weil ich es so oft gesehen habe. Ansonsten kann ich dem Film nicht viel vorwerfen. Der sieht toll aus. Ich finde aber, das eigentliche Highlight ist diese Stadt. Mhm. Ja, weil die halt wirklich viel bietet an Kleinigkeiten und Details und so weiter und so fort. Ansonsten ist die Geschichte echt vorhersehbar. Also, wie das da teilweise verläuft, war eigentlich, also, das, wenn du jetzt 3 Filme gesehen hast, ist dir das auch, aber ist auch, glaube ich, dann egal, weil meine Tochter wird diesen Film abfeiern, hoch 10. Ja, die freut sich richtig drauf. Ich werde auch mit ihr reingehen so. Ich finde, manchmal ist er ein bisschen hektisch. Der hat ein absolutes Irrsinnstempo. Ja. Also wer zum Beispiel die ersten 15 Minuten von Der gestiefelte Kater gesehen hat, der hat dieses Tempo durchgehend. Oh, krass. Also, und genau, und es gibt auch einen parallelen Handlungsstrang, der die beiden Väter von Poe zeigt, die sich auch auf die Suche nach ihm begeben. Und man hat total gemerkt, vor 10 Jahren wäre das der Handlungsstrang gewesen, bei dem man mal durchatmet. Aber bei den beiden kommt auch alles Schlag auf Schlag. Also da ist gar keine Ruhe mehr in irgendeinem. Es gibt halt so eine Spelunke, die steht halt auf so einer Klippe. Ja, und das heißt, bei der droht halt jedes Mal irgendwie was zu kippen, beziehungsweise eiert das Ding die ganze Zeit hinterher. Und aus dem Ding machen sie, glaube ich, 3 oder 4 Szenen. Also war witzig auch. Aber die sind gut. Ja, das will ich gar nicht sagen. Also das ist, aber ne, es ist der 4. Teil, es ist schon alles irgendwo in seinen Bahnen und mit seinen Elementen. Ich fand es leider ein bisschen schade. Die bisherigen, wie heißen sie, Furious 5? Furious 5? Furious 5, Fabulous 5, also die Tiger, Gottesanbeterin, Kranich, Affe, aus den bisherigen Filmen, die tauchen hier halt leider ganz, ganz wenig auf. Hm. Also die sind nur ganz kurz zu sehen. Also es konzentriert sich alles sehr auf Po und den Fuchs. Und ja, that's it. Hat den Po, heißt der Panda? Ja. Hat den immer schon Jack Black gesprochen? Ja. Ja. Und immer schon Habe Kerkeling. Und ich finde, Habe Kerkeling macht das auch echt gut. Ja. Deswegen, also, ja. Ich hatte Spaß, muss ich sagen. Wie gesagt, es ist kein Film, der irgendwie einen wirklich ärgert oder sonst irgendwas. Das ist alles solide Unterhaltung mit einer tollen Animation teilweise. Aber ja. Ich finde so faszinierend, dass Jack Black da so hintersteht. Ne? Der macht dir diese Promotour seit ein paar Wochen mit und hat extra letzte Woche dieses Hit Me Baby One More Time, Britney Spears Cover gemacht, was auch Promo dafür. Also, das wird der, glaube ich, nicht machen, wenn er darauf keinen Bock hat. Das finde ich interessant, dass der den Franchise und seine Rolle da und sein. Ja, hat er bei Mario, hat er ja auch viel reingeschüttet in Bauch. Ja, klar. Aber ich halte den nicht für jemanden, der irgendwas Albernes tut, obwohl er darauf keinen Bock hat. Nee, ich glaube, der steht dahinter. Der steht da drauf. Der steht einfach auf Albernes. Also. Hast du dieses Video gesehen von ihm, wo er dem Jungen im Rollstuhl einen Song vorsingt aus School of Rock? Ah, habe ich gesehen, ja. Also wo er ihn fragt, irgendwie, was sein Lieblingssong ist, und dann sagt er ihm das und dann singen sie gemeinsam. Das ist halt der Vollblutmusiker. Ja, der steht da drauf, der steht dazu und ich glaube, der hat eine echt große, also zumindest ist das mein Eindruck von ihm.
hier aus Deutschland, dass der echt eine große Freude daran hat, anderen Leuten eben mit den Dingen, die er macht, Spaß zu bereiten. Ja. Der ist auch sehr, sehr sympathisch im Interview. Ich auch, ich muss sagen, ich hatte ihn auch schon einmal und er ist einfach ein lieber Kerl. Ja, voll. Mhm. Ja. Gut, so, dann bleiben wir in Asien und gehen mal auf das teuerste. Das teuerste und aufwendigste Projekt des chinesischen Kinos ein. Mhm. Creation of the Gods, Teil 1, Kingdom of Storms. Kommt jetzt in Originalfassung mit Untertiteln zu uns. Und wer sich das gedacht hat, Hut ab, Respekt, mutig, dass man das macht. Denn dieser Film ist wirklich brutal verwirrend und überfordert seinen Zuschauer oder seine Zuschauer nicht nur optisch, sondern halt auch inhaltlich mit tausend Namen und Einblendungen. Da werden am Anfang Figuren wirklich alle mit so einem Schriftzug eingeblendet und irgendwann siehst du noch 13 Gottheiten, die werden auch alle mit dem Schriftzug eingeblendet, obwohl sie nie wieder vorkommen. Ja, und du denkst dir halt irgendwann, Moment, worum geht es hier? Was ist denn da los? Ja, ja. Das sind die Gottheiten. Das sind die Gottheiten. Also, ich versuch's mal irgendwie zusammenzukriegen. Nee, ne? Es geht hier um ein großes Königreich mit mehreren, also ein großes Reich mit mehreren Königreichen. Alle unterstehen einem Herrscher. Und dieser Herrscher hat jetzt seinen zweiten Sohn entsandt, um ein Königreich, das so ein bisschen abtrünnig ist, zu unterwerfen. Das schafft er auch. Aber bei dieser Unterwerfung nimmt Su, oder Sau, wie er heißt, nimmt eine Frau als Geisel, in die sich ein Fuchsdämon eingenistet hat. Und dieser Fuchsdämon sorgt eben dafür, dass Su eben, ja, zum König, zum Gesamtkönig wird, beziehungsweise, dass sowohl sein Vater als auch sein älterer Bruder sterben. Mhm. Ja, und jetzt übernimmt er quasi das Reich, aber weil alle irgendwie wissen, dass irgendwas nicht koscher ist, sagt er halt, pass auf, wir bauen jetzt einen riesengroßen Altar. Und auf dem opfere ich mich dann. Und dann wenden wir diesen jahrhundertealten Fluch, der uns jetzt hier bedroht. Daniel, seit dem ersten Satz habe ich nichts verstanden. Ist dir hoffentlich klar. Ja, und stell dir das noch vor mit 50 chinesischen Namen. Und da die Cousine und da der aus dem Reich des Westens. Und jetzt pass auf. Da ist der Psychiater. Ey, und wirklich, ey, ein Aufwand. Es ist. Ja, das sieht sehr teuer alles aus. Es ist unbeschreiblich. Ist das von einer kommunistischen Partei gesponsert oder irgend sowas? Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, nee? Weil der Film teilweise auch, sag ich mal, Dinge zeigt, bei denen ich mir als chinesischer Zuschauer eigentlich denken würde: Moment mal, das ist doch genauso wie bei unserem Land. Du könntest auch die westliche Version gesehen haben. Das ist vielleicht eine Option, aber glaube ich nicht. pass auf, ich versuche nur einmal zu vermitteln, was bei diesem Film für einen Aufwand betrieben worden ist, weil das ist fernab von vorstellbar. die Besetzung von Creation of the Gods wurde aus mehr als 1400 Personen aus 15.000 weltweiten Castings ausgewählt und dann von Regisseur Wu Shan selbst interviewt. Meine Güte. Schließlich wurden mehr als 20 junge Schauspieler ausgewählt. Das ist die Leibgarde des Königs, des bösen Königs. Das sind alles, sag ich mal, Söhne anderer Könige, die er als Geiseln genommen hat. Jetzt pass auf. Die für ein sechsmonatiges Training ins Performance Camp kamen. Mhm. Das Trainingslager basiert auf der Theorie des Luigi. Sechs Fähigkeiten von Manieren, Musik, Schießen, Zügeln, Büchern und Mathematik und bietet Kurse wie Schauspiel, Kampfsport, Reiten, Schießen, Trommelmusik, chinesische Kulturgeschichte, Körperformung, Filmbetrachtung und Analyse und so weiter. Klingt wie Indoktrinierung. Ja, mit wissenschaftlicher Ernährung versorgt, baut das Trainingslager die Körper und Muskeln der Schauspieler so auf, dass sie dem Körper der alten Krieger entsprechen. Und das muss man dazu sagen, die waren wirklich alle sehr, sehr durchtrainiert, diese jungen Männer, die man da teilweise sieht. Na gut, ich meine, in Vietnam-Filmen weiß man auch, dass die Darsteller davor dann irgendwie 3 Monate ins Camp gegangen sind und so. Ja, aber das ist eine andere Dimension. Das ist eine andere Dimension. Also wie gesagt, 400 Millionen Dollar haben die da investiert. Es kommen noch 2 weitere Filme. Ja, es ist ein offenes Ende hier. Sie haben sich Unterstützung von Weta und was weiß ich, wie vielen Effektstudios geholt, was man halt dann auch im Film, glaube ich, sieht. Das Denn manche Effekte sind echt gut. Bei manchen Effekten denkst du dir, Alter, was habt ihr da? Was? Das habe ich anhand des Trailers schon gemerkt, weil das teilweise echt wertig aussieht und dann einige CGI-Sachen dann echt. Ja, man muss aber auch sagen, dass da ist auch Humor drin in dem Film. Also wir haben ja auch diese Rolle von diesem älteren, diesem Trio, dieses junge Kind, der Mittelalte und der Alte, und die bringt da so ein bisschen Humor und Lockerheit rein. Und dadurch verzeiht man dem vielleicht auch manche optische Dinge, nimmt es nicht ganz so ernst. Aber man sieht es ja im Trailer schon. Als ich den Trailer gesehen habe, ich dachte, boah, das ist ja nur episch, das ist ja Epicness hintereinander. Und deswegen, ich fand den Film eigentlich
wenn man wirklich das Gehirn ausschaltet, und das muss man, weil man bei den Namen eh nicht hinterherkommt, ist nur was für die Augen. Und da fand ich es eigentlich ziemlich unterhaltsam. Ja, ich muss auch sagen, ich habe irgendwann aufgegeben, irgendwie richtig alles zu verstehen. Ja. Weil irgendwann, ja, ich sag mal, irgendwann ist es klar, da ist der böse König, da ist der Fuchsdämon. Und die gilt es halt irgendwie fertig zu machen, beziehungsweise zu erkennen, dass das halt irgendwie ein abgekadertes Spiel ist. Der Rest ist Pillepalle, so, ja. Irgendwann kommt noch so ein anderer, das ist geil, dann haben sie irgendwann, versammeln sie so mehrere Magier zum Entertainment irgendwie bei sich in dem Palast. Und dann kommt einer, der ist besonders begabt und fuchtelt da mit seinem Rauchstab rum und was weiß ich. Der taucht irgendwann mal ab, beziehungsweise verschwindet und kriegt eine eigene Szene, steht irgendwo auf dem Ozean und beschwört noch so einen anderen riesengroßen Dämon, der dann auch noch mal eine Rolle spielen soll. Die kommen aber nur so für vielleicht 5 Minuten im Film vor. Und ich denke mal, das wird für die weiteren Teile noch mal entscheidend. Aber ja, die sind plötzlich einfach da. Und dann gibt's noch so eine Art Feuerdämon, den der eine König irgendwie im Wald als Baby findet. Den schicken sie ins Himmelreich und plötzlich taucht er wieder auf und ist aber erwachsen. Und du denkst dir halt, wo kommt der her? Und was ist das? So, aber das ist tatsächlich eine chinesische Figur, die wirklich sehr, sehr berühmt und beliebt ist, ja. Wie auch diese Geschichte. Diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr alt, beruht auf wahren Begebenheiten, die im Laufe der Jahrhunderte mit immer mehr Fantasy-Elementen angereichert worden sind. Also es ist hier wirklich die chinesische Bibel, keine Ahnung, das chinesische Herr der Ringe. Chinesische Chantal im Märchenland? Ja, sowas in der Art. Okay. Ja. Ich verstehe nur eine Sache nicht. Wenn das so ein offensichtlich rein chinesisches Thema ist, ne? Geschichtlich. Warum bringen sie ihn hierher? Warum wetten sie dann mit jeweils 400 Millionen Dollar, dass das weltweit ein Erfolg wird? Ist der Film irgendwie doch gefühlt auch für andere Kulturkreise ausgerichtet, so wie man das aus Hollywood kennt, wenn die irgendwas drehen und wollen, dass das auch nicht in China funktioniert? Du kannst dir die Action halt angucken. Also ja, aber das ist, aber wenn das so verwirrend ist mit den ganzen Namen und wenn man offensichtlich voraussetzt, dass es ein paar kulturgeschichtliche Referenzen gibt, die man als Chinese versteht. Ach, ich habe einfach, hab einfach den Namen vergessen. Mir war dann egal, wie die hießen. Ich war halbwegs froh, wenn ich die Leute wiedererkannt habe. Und dann waren mir die, wie gesagt, diese Geister, diese 13 Geister, die musst du dir eigentlich gar nicht merken, weil die nur in dieser einen Situation kurz auftauchen. Ich war halt nur überfordert, weil erst kommen halt diese ganzen Geiseln, dann kommt der König, dann kommt noch der Sohn, dann kommt der zweite Sohn, dann kommt, was weiß ich, der Statthalter und sonst irgendwas, der Obermönch. Hast du den auf Deutsch oder auf Chinesisch mit Untertiteln? Ich habe auf Chinesisch mit Untertiteln geguckt. Ich habe auf Deutsch geguckt, vielleicht hilft das ja ein ganz kleines bisschen. Okay, das ist natürlich praktisch. Das heißt also, es gibt keine Gefühl, also du fühlst nicht, dass das irgendwie für die Welt gemacht ist. Weil es klingt alles so, als wäre es total für China. Ich sag mal so, der Film ist nicht unbedingt für die Welt gemacht, sondern im ersten Moment für das chinesische Publikum. Aber mit dem Humor auch? Ja, ja. Ich find, das ist so viel Humor ist da nicht drin, aber es gibt eben auch die Elemente. Aber der Film ist natürlich vor allem für den heimischen Markt gemacht. Und die wissen auch, dass sie mit diesem Film wahrscheinlich eine Menge Leute ins Kino locken werden. Aber wenn du jetzt international noch Geld mitnehmen kannst, warum nicht? Es sind ja 1,2 Milliarden für die 3 Filme. Nee, 400 insgesamt für 3. Ach, insgesamt für die. Ach, ich dachte, jeder kostet 400. Okay. Nein. Also 400 für die 3 Filme. Okay, dann ist was anderes. Aber das ist halt schon, für chinesische Verhältnisse ist das viel. Wandering Earth hat 60 Millionen gekostet. Also muss man nur dazu sagen. So. Das ist auch schon ein enormer Aufwand, die da betrieben. Wie teuer war denn der mit Matt Damon? The Wall. Der war auch den super fand toll, ich scheiße. Ne? Übrigens so als Referenz hier. Ja, genau. Also The Wall ist eine Katastrophe gegen den. Ja. Ja. Und bei The Wall habe ich deutlich mehr verstanden. Und The Wall habe ich in Japan im 4D-Kino gesehen. Da wurde dir Wasser ins Gesicht gespritzt. Im Ernst? The Great Wall, so kleine Dinger in den Rücken gestampft. Ich dachte, das wäre ein Meme. Ja. Das gibt's gar nicht. Keine Frage. Muss man Bock drauf haben? Muss man sich drauf einlassen? Und man muss auch Bereitschaft haben, sag ich mal, einfach diesen Film erstmal nur an sich vorbeilaufen zu lassen oder eben nur aufgrund seiner Optik zu genießen. Ja, verstehen. Kommt vielleicht hinterher. Ja. Gut, so, und dann haben wir noch einen Film, der für mich eine echte Überraschung war, auch wenn er inszenatorisch oder beziehungsweise erzählerisch Kraut und Rüben ist. Also wirklich, diesem Film, wenn er nicht so sympathisch wäre, man würde es ihm, glaube ich, links und rechts um die Ohren schlagern, wie der erzählt ist. The Persian Version handelt von einer jungen Regisseurin, Iranerin, die von sich selbst sagt, ich bin zu iranisch für Amerika, aber auch zu amerikanisch für Persien oder Iran, lebt in Iran mit ihrer, was ist es? 10-köpfigen Familie, also sie ist das einzige Mädel unter 8 Brüdern. Mhm. 11, Entschuldigung. Und leidet unter anderem, Beziehung ist vorbei, Job, ja, ist alles ein bisschen hin und her gerissen. Und dann hat sie einen One-Night-Stand gehabt und jetzt stellt sie fest, okay, jetzt bin ich auch noch schwanger. Aber im eigentlichen Kern des Films geht es um die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter. Und man erlernt dann halt im Laufe des Films den Werdegang auch der Mutter kennen, was die auf sich genommen hat, beziehungsweise was die sich hinter sich hat, um eben diese Beziehung zu erklären.
Aber wie gesagt, die hat halt 8 Brüder. Und irgendwann spielt auch noch mal einer der Brüder eine andere Rolle. Und dann spielt noch mal der Bruder eine Rolle. Und es ist halt schon eine Menge Stoff, den die da unterbringt. Unter anderem, ich habe es irgendwo gelesen, allein diese Karriere, die Mutter dann irgendwann als Immobilienmaklerin, sage ich mal, absolviert, daraus könntest du einen eigenen Film machen. Ist das ein Debüt? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht. Nee, ich glaube, es ist der dritte Film. Und trotzdem, geile visuelle Ideen, wenn dann zum Beispiel halt Leute, keine Ahnung, die gerade noch im Bild waren, plötzlich auf einem Bild auf dem Schreibtisch stehen oder beziehungsweise im Bild eines Schreibtisches irgendwie anfangen zu reden und so weiter. Also echt coole Übergänge. Ja, und auch, dass sie so tanzen zu Girls Just Wanna Have Fun oder irgendein anderer Klassiker. Ja, Girls Just Wanna Have Fun. Aber tanzen halt auf, was ist das, Persisch? Persisch. Perserinnen sind so cool, ey, ich sag's. Ja, und dann diese Familiengeschichte von der Mutter, die hat mich richtig berührt, weil das ist irgendwie, sie ist da 13 und was ihr da alles passiert, war schon. Ja, das glaube ich. Also, es ist halt nur, wie gesagt, es ist sehr durcheinander, weil irgendwann habe ich nicht ganz verstanden, schreibt die junge Frau jetzt, die wir am Anfang kennenlernen, schreibt die jetzt eine Geschichte über ihre Mutter, weil es sieht manchmal so aus, also es wirkt so, als würde sie ein Drehbuch schreiben über die Geschichte ihrer Mutter, aber dann geht der Film so weit in die Vergangenheit zurück und beleuchtet halt auch mal minutenlang irgendwelche anderen Personen, dass es halt alles sehr durcheinander wirkt. So. Schade. Und ein Drittel oder so ist auf Persisch. Ja, ja, das kommt noch hinzu. Also Farsi, oder? Farsi? Quasi. Ey, keine Ahnung, Alter. Ich wirklich. Ich persisch, das kann ich. Ja, kann ich einfach nur persisch, weil es Persian Version heißt, genau. Ja. Das also kann ich jetzt nicht genau sagen. Die Perserinnen, die ich kenne, sind alle super cool und auch super stolz auf ihre Geschichte, aber das ist natürlich immer alles schwierig. Ich war auch mal mit einer Iranerin zusammen und ich habe viele Dinge darin wiedererkannt. So, ja. Und ich muss sagen, aber auch die Schauspielerin, die Mutter spielt, die fand ich richtig gut. Diese Shirin. Die fand ich richtig stark, von der würde ich gerne mehr sehen. Ich hoffe, sie. Auch die 13-Jährige fand ich gut. Ja, ja, ja. Aber die Mutter hat mich noch ein bisschen mehr überzeugt. Und ey, ja, der Film ist hier, wie heißt die? Nyusha Noor. Der Film, wie gesagt, ist sehr durcheinander erzählt so. Und ich glaube, das könnte auch einige Leute echt stören oder beziehungsweise verwirren. Ich muss aber sagen, am Ende saß ich da und ich war wirklich ergriffen. Ich war wirklich zu Tränen gerührt, weil das fand ich einfach, wie es zu Ende geführt wird, schön. Nicht allzu kitschig, aber irgendwie auch kitschig. Und selbst das Kitschige wird dann noch mal thematisiert. So. Also das fand ich irgendwie alles einen recht versöhnlichen Ausstieg aus diesem Film. Also da habe ich mir dann doch alles in allem gerne angeguckt. Ich finde es auch schön, dass es jetzt so viele Filme in den letzten Jahren gibt, die halt so in verschiedene Kulturkreise in Amerika gucken. Ne? Wir hatten das mit den Asiaten, glaube ich. Ja, Past Lives oder Crazy Rich. Crazy Rich Asians. Ich meine, Past Lives, genau. So, dass man guckt, immer nur die Italiener in der Bronx und die Assis in Kalifornien, sondern einfach mal gucken, wie ticken eigentlich diese Gruppen innerhalb der Kultur irgendwie. Vor einiger Zeit kam noch diese Polite Society raus mit diesen Kampfsportbegeisterten. Der war auch sehr gut. Den fand ich einen Tick besser als Persian Version. Ja, der wusste halt, was er ist. Der hier hat es immer sehr modern erzählt, dann ist es wieder das Drama. Ja. Genau, ja. Aber alles in allem kann ich diesem Film nicht böse sein, sondern würde ihn sogar vorsichtig empfehlen. Okay. Wenn man mal ein bisschen was anderes. Apropos empfehlen, ich würde dir empfehlen, dass du jetzt Schluss machst. Ich muss jetzt los, ne? Ja. Gut, alles klar. Dann danke ich, Schlogger, Andi, Antje. Wollt ihr noch irgendwas sehen? Hast du den gesehen? Nein, ich freue mich. Ja. Sehr cool. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank da draußen auch nochmal an den Supporters Club. Keine Ahnung. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich wirklich los muss. Aber trotzdem, Dankeschön. Wir sehen uns ja dann hoffentlich allerspätestens nächste Woche. Und bis dahin, habt ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche. Und viel Spaß im Kino oder auf der Couch. Tschüss. Ciao.